Shortleg. We're gonna rock the show. Shortleg. Bang your head and let it flow. Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg. Es ist das besondere Major mit dem besonderen Modus. Der World Grand Prix steht vor der Tür und wir blicken heute unter anderem auf dieses Turnier in Coventry voraus. Das machen wir in einer neuen Folge von Shortleg, dem Daten.de Podcast. Und heute auch wieder mit dabei, und zwar auch mit einer frohen Kunde, der Shorty. Hallo, grüß euch zusammen. Der Zweifach-Opa aus Bremen grüßt die Welt. Ja, da gratulieren wir dir sehr herzlich, Shorty, unser evergreenes Podcast. Aber das gilt natürlich auch für Kevin Barth, der immer mit dabei ist. Hi, Kevin. Ja, danke. Opa, das dauert noch eine Weile, aber vielen Dank. Kompliziert wird die Runde heute, wie angekündigt, wieder mit einem externen Gast. Denn heute ist Florian Hempel mit dabei. Hi, Flo. Hi. Vielen lieben Dank für die Einladung und von mir herzlichen Glückwunsch, Shorty. Ja. Danke euch. Lieb. Ja, ist doch super, mit so einer Nachricht den Podcast beginnen zu können. Wie ihr wisst, nochmal am Anfang für die Leute, die es vielleicht doch noch nicht wissen, Shortleg ist verfügbar auf allen möglichen Podcatchern wie Spotify, Anchor, Google oder Apple Podcast. Und ja, wie immer gilt, bewerten und abonnieren ist gerne gesehen. Wir haben heute einiges vor und deswegen legen wir auch direkt los. Kevin, wir waren beim letzten Mal stehen geblieben bei den World Series Finals. Wir hatten parallel dazu aufgenommen, kurz um das noch durchzusprechen, das Finale dann zwischen Rob Cross und Gerben Price. Wir hatten Rob Cross ein bisschen kritisiert, aber er hat es dann doch ins Finale geschafft, am Ende aber trotzdem nicht ganz den Titel geholt. Ja, er hatte eine Führung und hat es nicht geschafft, die nach Hause zu bringen. Allgemein war festzustellen, dass Rob Cross es während dem Turnier geschafft hat, die Gegner ein bisschen runterzuziehen. Also Price ist nicht an sein höchstes Niveau rangekommen gegen Cross, hat es aber dann am Schluss geschafft, das Match zu drehen. Hat, glaube ich, auch ein wichtiges Finish gemacht. Was war 70-72 zum 9-9, als Price als Cross auf 52 stand. Ich denke, ein verdienter Titel für Price und Cross kann mit dem Finale sehr zufrieden sein. Damit auch für den Grand Slam qualifiziert. Das ist vielleicht die wichtigste Nachricht bei diesem Turnier für Rob Cross. Mehr möchten wir dazu jetzt eigentlich auch gar nicht sagen, denn wir haben heute wichtigere Themen. Und zum Beispiel nämlich die German Darts Championship. Die fanden jetzt am letzten Wochenende in Hildesheim statt. Flo, du warst auch am Start und zwar beim Qualifier am Donnerstag am Start. Und zwar, in der ersten Runde gab es einen Sieg über Michael Hurz und dann gab es die Niederlage gegen Nico Kurz. Erzähl doch mal, wie war der Qualifier für dich? Ja, also es war erstmal schön, wieder, dass man wieder spielen darf auf der Bühne oder beziehungsweise generell auf der PTC-Ebene. Und es hat auch Spaß gemacht, alle mal wiederzusehen. Bis auf, dass man eine Maske tragen musste und jetzt am Tisch bedient wurde, war es eigentlich im Grunde auch wie immer. Man ist rein an die Boards und hat sich eingespielt. Irgendwann kam die Auslosung und dann hat man natürlich auch die gewissen Namen gelesen und schwere Spiele zwischen mir und Micha. Ich lag ja relativ schnell hinten, konnte mich nochmal rankämpfen. Im Decider ein bisschen Glück gehabt gegen Micha und Gott sei Dank meinen einzigen Check da, den ich dann noch beim Decider bekommen habe, habe ich reingemacht auf der Doppel 18. Ja, kurze Pause, dann kam der Nico. Ja, und Nico hat mich mal gut vermöbelt, würde ich sagen. der hat ein Wahnsinnsspiel abgespielt. Ich meine, im ersten Leg kommen wir noch beide gut runter und ich stehe bei 78 Rest. Dachte mir, okay, 18, 20 Tops, klingt ganz entspannt. Der erste rutscht mir mitten in die 1. Dann hatte ich einen Denkfehler drin, musste relativ schnell switchen, hatte einen Rechenfehler drin. Und davon habe ich mich nicht erholt und ja, dementsprechend ging das Ding verdient an Nico, der aber auch bis zum vierten Leg, glaube ich, ein 107er Average gespielt hat. Ja, hat sich auch qualifiziert, hat auch einen sehr, sehr schweren Weg, der Junge. Aber hat das ja sehr, sehr gut gemacht. Genau, kurz einer der vier Qualifikanten an diesem Tag. Dazu kamen noch Dragutin Horvat, Lukas Wenig und der junge Franz Rötsch. Die kamen alle durch und waren dann am Freitag auf der Bühne in Hildesheim in der Halle 39 vor Zuschauern tatsächlich. Florian, warst du noch am Freitag in der Halle oder kannst du noch was erzählen, wie es da so abgelaufen ist? Nee, ich bin direkt nach dem Qualifier, habe ich die Heimfahrt angetreten, die war nicht mehr so lustig wie die Hinfahrt. Aber ja, nee, dazu kann ich leider nichts sagen.
Auf jeden Fall waren wir der Zuschauer zugelassen, wie auch schon in Salzburg eine Woche zuvor, wenn auch ja, reduziert. Und genau, wie du schon gesagt hast, die Zuschauer wurden bedient und Kostüme waren verboten. Ja, trotzdem werden wir sicherlich auf ein Spiel zu sprechen kommen, wo sich eigentlich nicht viel geändert hat bei den Fans, aber dazu gleich mehr. Wir hatten die vier Qualifikanten jetzt angesprochen. Shorty, das sind gute Namen dabei. Nico Kurz und Dragutin Horvat auch schon bei der WM gewesen. Wir hatten doch oft auch schon mal Qualifier, wo Überraschungen mit dabei waren. Diesmal aber, ja, starke Namen, die da durchkamen. Ja, grundsolide Wiederholungstäter würde ich sie mittlerweile nennen. Also sie haben da schon eine gewisse Routine, ihr Spiel auch so zu steuern, dass sie wissen, die Quali ist brettfett, die ist steinhart. Da musst du erstmal durchmarschieren, weil so ein Spiel, Sekt oder Selta auf dem Freitag, ist er gut drauf, bist du gut drauf, welches Losung bekommst du, das kannst du alles nicht beeinflussen. Das wird sich zeigen an der Tagesform am Freitag, aber dein Spiel ist ausgelegt auf den Qualifier, weil er mittlerweile super schwierig ist und da sind da Namen wie Dragutin und wie Nico natürlich gern gesehen, weil sie auch mittlerweile danach abliefern können, mal den zweiten Tag erreichen, diverse Male auch einen dritten Tag erreichen oder eine tolle WM spielen und uns da wirklich ja, bezaubern, so wie es Nico jetzt auch weiterhin völlig cool und abgezockt, wie Fabian uns gerade erzählt hat, einmal ein bisschen Lücke gelassen, zack, haut er den Gang rein und rennt an dir vorbei, hat gelernt, auf dem Punkt da zu sein und ja, dann einfach frohe Kunde ist, dass wir ja jetzt, glaube ich, einen neuen Rekord gesetzt haben mit Qualifikanten, oder? Dass wir da irgendwie zu fünf oder zu sechs unterwegs waren. Das ist auch frohe Kunde für da Deutschland. Ja, wir hatten insgesamt sieben Qualifikanten und zum ersten Mal sind fünf in den Samstag gekommen. Ah, richtig. So. Das haben wir noch nie gehabt, wo dann Gabriel Clemens, der ja aufgrund der Pro Tour gesetzt oder einer der beiden war, die qualifiziert waren, auch noch, die nicht die Quali spielen mussten. Er hat sein Erstrundenspiel gewonnen, Max Hopp hat gewonnen. Nico Kurz hat es gewonnen, Lukas Wenig hat es gewonnen und Dragutin Horvat auch. Also fünf von sieben sind weitergekommen und Franz Rütt, der ja, glaube ich, sein European Tour Debüt gegeben hat, der ist trotz guter Leistung knapp ausgeschieden. Genau, du sagst richtig, Kevin. 5-6 gegen Jeff Smith, trotzdem ein 91er Average. Flo, für dich war ja auch damals das European Tour Debüt auf der großen Bühne. Jetzt hat der Franz, sag ich mal, auch sein erstes Match da absolviert. Wie nervös warst du damals vor deinem ersten Bühnenspiel? Also vor dem Spiel an sich nicht sehr nervös, da ich es vom Handball gewohnt bin, vor Publikum zu spielen. Und das hat mir natürlich eine Menge Nervosität genommen. Ich weiß noch ganz genau, wir saßen beim Frühstück und da hatte mich mein ehemaliger Manager auch gefragt, bist du nervös? Ich so, nee, ich habe eigentlich nur Angst, dass ich irgendwie beim Walk-On stolpere oder irgendwie Wasser verkippe. Das waren so die größten Sorgen, die ich hatte, weil ich dann doch ein bisschen tollpatschiger unterwegs wäre in solchen Momenten. Aber vor dem Spiel an sich war ich nicht wirklich nervös, weil ich weiß, was ich spielen kann. Das Schöne am Dart ist, wir können das im Grunde eigentlich immer und überall. Und da gab es eigentlich keinen Grund groß vor Nervosität. Trotzdem auf jeden Fall ein sehr gutes deutsches Ergebnis. Fünf Deutsche weiter, auch gute Averages dabei. Horvat hat einen Neuner verpasst, das war sehr knapp an der Doppel-12. Es war wieder die Doppel-12. Ja, es war wieder die Doppel-12, genau. Generell, glaube ich, dreimal verpasst an diesem Wochenende von drei unterschiedlichen Spielern. Also der Neuner wollte irgendwie nicht fallen in Hildesheim. Ja, am Samstag gab es dann nur noch einen, der durchgekommen ist, und zwar Max Hopf, der sich ins Achtelfinale spielen konnte. Kevin, gegen Ian White hat er gewonnen in der zweiten Runde. Jetzt kann man sagen, okay, Ian White aktuell vielleicht ein dankbares Los. Dann gab es auch wieder die Geschichte mit den Zuschauern, die ja auch wieder ein bisschen reingepfiffen haben. Wie hast du dieses Spiel erlebt? Ja, ich denke, Max hat das gut gemacht, ohne jetzt irgendwie zu überragen. Ian White ist eben natürlich auch ein Spieler, der glaube ich, für den die Pause sehr, sehr ungünstig kam, die es zwischen März und Juli dann erstmal gegeben hat, der da ja in bestechender Form war, der jetzt irgendwie den Schalter nicht wiederfindet. Und wenn der dann zum ersten Mal, zum zweiten Mal irgendwie mal wieder auf der Bühne steht und das Publikum macht ihm da das Leben auch schwer, das kann mir schon vorstellen, dass das auch trotz seiner Erfahrung, weil er das einfach jetzt Monate nicht gewohnt war, auch ein Faktor sein kann. Und ja, Max hatte, glaube ich, eine gute Auslosung, gerade wenn man sieht, was die Gegner einfach gespielt haben, dass die Gegner auch nicht unbedingt an ihr Maximum herangekommen sind. Max hat das gespielt, was er spielen kann. Kann
wir wissen alle, dass er auch besser spielen kann. Ist dann halt am Sonntag auf einen momentan sehr starken Danny Noppert getroffen, der ihm dann halt einfach den Zahn gezogen hat. Es wäre schön gewesen und auch wichtig gewesen, wenn wir über die WM dann auch reden, dann noch ein Spiel mehr zu gewinnen. Aber es ist halt gerade grundsolide, was Max macht, aber auch nicht höher, nicht hochklassiger. Und ja, was das Publikum betrifft, ich habe mich oft genug aufgeregt. Bei mir ist das inzwischen so ein bisschen, ich versuche mich nicht mehr so sehr damit zu beschäftigen, weil da möchte nicht durchgegriffen werden, da wird nicht durchgegriffen und dann müssen scheinbar alle damit leben. Wir haben natürlich dieses Jahr das Problem, dass die European Tour ja jetzt doch nur bis auf eine Ausnahme in Deutschland stattfindet, dass also dieser Heimvorteil quasi nur für eine kleine Gruppe von Spielern wirklich besteht. Und das wird sich dann erst nächstes Jahr wieder ändern, wenn die European Tour hoffentlich so international wird, wie das ursprünglich dieses Jahr geplant war. Schotti, wie siehst du das mit diesem Vorteil? Ist das wirklich ein Vorteil, dass wenn die Fans da reinpfeifen, auch Max hat sich ja nach dem Match auch entschuldigt, eigentlich bei White, aber auch an die Zuschauer mal gerichtet gesagt, dass er das eigentlich nicht sehen will und das braucht er eigentlich auch nicht? Ja, das ist das große Ding. Wenn du ein Fan bist, willst du ihn einfach verzweifelt um jeden Preis unterstützen. Und dass du da manchmal vielleicht auch lostrittst in die verkehrte Richtung, bist du dir als Fan gar nicht so bewusst, weil du hast ja alles gegeben und es hat am Ende nicht gelangt. Du bist dann da dementsprechend auch enttäuscht. Aber dem Spieler ist es eher unangenehm. Du siehst auch immer wieder, wie andere Spieler, die es dann auch massiv miterleben und dann auch abwinken und sagen, bleib doch mal ruhig, wenn der auf Doppel wirft oder sie irgendwie dieses wow, was sie da immer ziehen, wenn der letzte Dart kommt, dass sie sich das mal verbeten, weil irgendwo sie sich dann auch nicht bestätigt fühlen in dem Zutrauen, dass sie ihn auch selber schlagen können ohne den Zuschauer. Und bei Max ist immer wieder Diskussion, wie parteiisch dieses Publikum ist, wenn er eben halt in Deutschland spielt. Wir haben ja immer gesagt, heulen auf hohem Niveau, wenn man sich England und Wales anguckt und Schottland, England, was da an Publikum sitzt, wie pro das eben auf die kleinere Seite ist, sind wir in Deutschland kein Deut besser. Wir reihen uns da einfach ein und fertig ist. Die Jungs sind alle Profis genug und wie du schon sagst, Ian White ist einfach noch nicht wieder im Fahrwasser, in dem er war, ist wieder auf ein bisschen auf Formsuche da und da passt so ein Spiel einfach nicht rein in deinen Genesungsplan, Ende aus. Die Niederlage für Max Hopp kam dann im nächsten Spiel gegen Danny Noppert. Trotzdem, wie Kevin schon gesagt hat, ja, wichtige 3000 Pfund für Hopp, auch Richtung WM, weil ja über die Weltrangliste, über die Order of Merit wird es schwierig und bei der Pro Tour Order of Merit ja, fehlen halt erst noch ein paar tausend Pfund, die er natürlich jetzt auf der European Tour sehr gut einspielen kann, weil er auch bei den nächsten beiden Events in Sindelfing und Riesa dann als Host Nation Player mit dabei sein wird. Aber wie auch hier in Hildesheim gilt dann natürlich, dass er sein erstes Spiel gewinnen muss, damit das Geld auch für die Ranglisten zählt. Max hat uns auch mit neuen Darts unterwegs, die wurden heute released, also die gibt es jetzt auch schon neu im Handel von Bulls NL. Neue Darts, da komme ich auch immer wieder jetzt auf Michael van Gerben zurück zu sprechen, Kevin. Der ist schon wieder früh rausgeflogen und zwar gegen Mervyn King und das mit einem 89er Average und einer 1-6 Niederlage. Ja, der Average war nicht gut. Wir hatten, glaube ich, in 7 Legs 10 Scores unter 80. Wir hatten im letzten Leg wieder so ein schönes Bogey-Zahlstellen mit drin. Alles Dinge, die jetzt, ja, man kann sagen, die jetzt nicht unbedingt so das sind, was man von Van Gerven kennt. Eine schwache Doppelquote. Es kam für ihn auch alles zusammen an diesem Tag, weil Mervyn King hat die Chancen genutzt, die er bekommen hat, hat 100, 101 gespielt und dann kann auch mal ein Michael van Gerven 6-1 verlieren. Ich habe auch den Eindruck, dass die Gegner schon noch wissen, wer da steht und wie gut er ist, aber dass vielleicht auch die Scheu, der Respekt ein bisschen, jetzt nicht kleiner geworden ist, aber dass die Leute einfach auch im Kopf haben, dass es bei ihm gerade nicht so gut läuft. Und Mervyn King und er, die haben ja immer wieder auch schon die ein oder andere Auseinandersetzung gehabt. Und Merv King weiß, glaube ich, einfach, wie er damit umzugehen hat und hat auch generell ja ein sehr, sehr gutes Wochenende gespielt. Und das war nicht gut von Michael van Gerven, zumindest nicht in diesem Spiel. Und dann verlierst du eben auch mal 1-6. Das sind wir nicht gewohnt von ihm. Auch diese Höhe der Niederlagen. Du erwartest eigentlich, wenn er dann 3-0 hinten ist, 4-0, dass dann nochmal der nächste Gang oder mehrere Gänge höher geschaltet wird. Das ist nicht gekommen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend jetzt zu sehen, mit anderthalb Wochen Wettkampfpause mit dem World Grand Prix, wo du auch schnell stolpern kannst, was da kommt jetzt bei ihm.
Ja, am Ende Melvin King sogar bis ins Halbfinale vorgedrungen, wie auch Danny Noppert. Und Devin Peterson hat das so neben Ende gewonnen, da kommen wir sofort drauf. Johnny Clayton an Nummer 13 gesetzt, war der höchste Gesetzer und der einzige Gesetzte auch, der es bis in die Vorschlussrunde geschafft hat. Ich will gar nicht mehr von Überraschungen reden, weil das kommt halt immer öfter mittlerweile vor auf der European Tour, dass auch die großen Namen sich früh verabschieden. Florian, wie siehst du generell die Entwicklung in Darts? Wir hatten früher die großen Namen, Top 10, sag ich mal, da war eigentlich vorhinein klar, wer so weit kommt bei den Turnieren, aber die Breite ist doch wirklich, auch bei der Q-School, wo du auch schon gespielt hast, sie wird doch immer, immer besser. Ja, es ist unfassbar, wie stark die ganzen Spieler alle auch werden. Also mittlerweile, wir haben es ja auch jetzt bei den World Series gesehen, bei der Autumn Series gesehen, kommt ein Damon Heater mit, glaube ich, 108 der Welt oder 113 der Welt und gewinnt mal eben so ein Ding. In einer Manier, wo man denkt, okay, das hat man vor 5 oder 10 Jahren nur von den Top-10-Spielern erwartet. Das kann mittlerweile fast jeder abrufen oder zumindest sehr, sehr viele Spieler. Dementsprechend ist es halt aber auch wirklich unfassbar schwer für die Jungs da oben, die Top-10-Spieler, sich da überhaupt mit dieser Selbstverständlichkeit wieder ans Board zu gehen und zu sagen, okay, hey, da kommt der und der. Das mache ich schon irgendwie. Das ist halt auch nicht mehr. Es ist schön, es ist wunderschön für den Sport, finde ich, dass dort ganz andere Namen diese Lücken schließen, die auch ein Phil Taylor oder bis vor kurzem noch ein Raymond van Barneveld hinterlassen haben, diese auch schließen. Aber man merkt es auch nicht nur auf der Pro-Tour, man merkt es auch generell, wenn man auf andere Turniere fährt, sei es in Holland oder in Deutschland, was da für ein Niveau mittlerweile gespielt wird, wie viele Tonnen dir irgendwelche Spieler, die du nie gesehen oder gehört hast, um die Ohren schmeißen, wie schwer es da überhaupt ist, jetzt auch, man muss von Anfang an irgendwie sein Topspiel bringen und aber es ist schön zu sehen, weil es macht alle besser. Es ist halt, glaube ich, auch die Geschichte, dass es jetzt Usus ist, dass es völlig normal ist, auf der Bühne zu spielen inzwischen für sehr, sehr viele Leute. Also früher hast du einfach nur die Floor-Turniere gehabt und dann kam mal plötzlich ein Felix McBrathy oder wie er geheißen hat, der dann mal von jetzt auf gleich als irischer Qualifier eine Players Championship gewinnt, qualifiziert sich dadurch für den World Grand Prix, hat noch nie auf der Bühne gestanden, verabschiedet sich entsprechend früh. Du hast heute aber wegen der European Tour und weil du es einfach auch noch mehr TV-Turniere hast, hast du als Spieler die Möglichkeit, viel schneller zu wachsen und nicht nur ein Floor-Game zu entwickeln, sondern auch ein Bühnenspiel zu entwickeln und mental dann beides zu können, beides zu lernen. Und es gibt nur noch wenige Extreme. Es gibt Dimitri Vandenberg auf der einen Seite, bei dem du denkst, Mensch, der eskaliert auf der Bühne und sucht auf dem Floor immer noch nach seiner absoluten Topform. Und dann gibt es einen Ian White, der auf dem Floor alles zerlegen kann und nach wie vor, gerade sobald eine TV-Kamera da ist, das nicht so gut hinbekommt. Aber das ist irgendwie inzwischen, glaube ich, schon eine Ausnahme. Ja, eine Entwicklung hat auch Devin Peterson hingenommen. Wir hatten beim letzten Mal schon drüber geredet, Shorty, sein erster Titel als erster Afrikaner, auch Sieger bei einem PDC-Turnier. Sieger über Jeffrey Deswaan, Gavin Price, Rob Cross, Christopher Tyski, Danny Noppert und dann im Finale über Johnny Clayton und eigentlich immer ein 100er Average gespielt. Also am Ende auf jeden Fall der verdiente Sieger. Wie siehst du die Entwicklung von Peterson? Also der hat sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja wirklich in die Topspitze gespielt. Ja, faszinierend, oder? Also es schlummerte ja immer irgendwas in ihm und er war immer mit irgendwie teilweise mit anderen Dingen beschäftigt. Wenn man sieht, was Devin Peterson auch für ein Geschäftsmann ist. Er hat immer wieder mit Südafrika da angemändelt und sein Zuhause gehegt und gepflegt und alles da erstmal auf gerade Beine gestellt und das erstmal sich dran gewöhnen müssen, sein Heimatland verlassen und in England die WG mit Joe Cullen. Ja, das muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und dann wurde seine Leistung immer besser und konstanter über die Jahre, weil er hat gesehen, es kann funktionieren, wenn er an sich selber glaubt. Und er ist ein außergewöhnlicher Typ, ein sehr guter Entertainer und er sieht, dass das gut funktioniert. Und wenn er jetzt noch seine Leistung abrufen kann und konservieren kann, wird es besser. Und er hat aus dieser Verbindung mit Joe Cullen sehr, sehr viel mitgenommen und nun macht er wirklich viel, viel richtig. Und hat den Turnieren davor in Erscheinung getreten mit 9 Darts, mit tollen Ergebnissen, mit super knappen Verlieren, mit klar auf der Siegerstraße sein, nochmal herschenken, hat viel gelernt, weil auch gerade eine rasante Geschwindigkeit herrscht. Du lernst ja heute Dinge, die du immer wieder abrufen musst, die vor
vorher über Monate verteilt waren, was heute in Wochen irgendwie von dir gefordert wird. Wie du schon sagst, geht ja der World Grand Prix gleich nahtlos über. So hat Gervin Price in 17 Tagen ein halbes Vermögen eingespielt, wo andere ein Dreivierteljahr für gebraucht haben. Neue Gegebenheiten, wo sich alle dran gewöhnen müssen. Und was ich eben so geil finde, ist, dass du echt heute nicht mehr tippen kannst, wie Kevin schon sagte. Du hattest vorher deine 10 Leute, die irgendwie immer dabei sind. Heute hast du sie einfach völlig vogelfrei. Jeder versucht da, wie Goldgräberstimmung. Jeder versucht sein Glück und jeder ist auch in der Lage, mittlerweile so ein 100er Average zu produzieren. Und wenn du dann eben einen von den Big Names auf dem falschen Fuß erwischt, dann bist du ja mal eben 6-2, beißt er ins Gras, in der Gelände. Also wirklich spannende Zeiten und großartig für Darts. Und es ist für Peterson, ich habe es glaube ich im letzten Podcast gesagt, dass ich gesagt habe, dass erstens, es dauert nicht mehr lang, bis er den Titel holt, und wenn's, also ich habe dann aber auch gesagt, er braucht diesen Titel ziemlich bald, weil er dann sieht, was er spielt, weil er 9 Darts spielt, weil er Halbfinals und Finals erreicht, und irgendwann wird's dann auch mental schwierig, wenn du siehst, wie nah du dran bist und diesen Titel nicht holst, und deswegen ist es glaube ich für ihn sehr, sehr angenehm, diesen Titel jetzt zu haben, weil es ist ja eine Entwicklung, die zwar stattgefunden hat, aber die jetzt in diesem Jahr quasi explodiert ist. Also Devin Peterson gehörte in den Jahren zuvor auf der Tour nicht zu den Gesichtern, die du bei Turnieren weit vorne gesehen hast. Das war jemand, der auf der Bühne funktioniert hat, der sich regelmäßig bei der WM seine Tourkarte gerettet hat und aber ansonsten relativ, ja, untergetaucht ist und immer wieder gesagt hat, ich habe das Potenzial und wenn ihr wüsstet, was ich im Training alles spiele, aber das sagen halt viele. Und jetzt zeigt das, und das ist eine Entwicklung, die in diesem Jahr einfach explosionsartig stattgefunden hat. Und sich da jetzt die Krone aufzusetzen, gibt ihm natürlich auch das Selbstvertrauen für die Turniere, die jetzt kommen im TV. Ich habe ihn jetzt nicht zu 100% auf dem Zettel, was einen ganz großen Titel betrifft. Aber ich bin nicht überrascht, wenn da jetzt demnächst das ein oder andere TV-Viertelfinale kommt. Ja, um das Paket für die German Darts Championship noch komplett zu machen, Kevin, ein Wort noch zu Mensah Sulevic, der war auch im Achtelfinale, hat da gegen einen sehr gut spielenden James Wade mit 6-1 verloren. Wade, der eigentlich schon fast gar nicht mehr antreten konnte, weil er seinen Flug verpasst hat, dann hat man sein erstes Rundenspiel dann gegen Nico Kurz noch in den Abend verlegt, was eigentlich hätte am Nachmittag stattfinden sollen. Kurz zu Mensah, wie war da deine Einschätzung? Er hat das am Samstag, denke ich, gut gemacht. Gutes Finishing, gutes Scoring, gutes Gesamtpaket. Und am Sonntag einfach früh irgendwie erwischt worden von Wade, der einfach auch einen dreistelligen Average gespielt hat. Bei Mensah hat dann das, was am Samstag funktioniert hat, dann am Sonntag nicht mehr funktioniert. Beim Scoring nicht hinterhergekommen, dann kriegt er mal Möglichkeit, verpasst seine Doppel-14 mit irgendwie einem dreistelligen Finish. Es hat nicht funktioniert, das, wie gesagt, was am Vortag funktioniert hat. Und er hätte wahrscheinlich richtig, richtig gut spielen müssen, um an dem James Wade, der wirklich ja auch in allen Bereichen gut unterwegs war, um an dem in diesem Spiel vorbeizukommen. Ich meine, Mensah wird dann auch gesehen haben, dass Wade im Spiel danach einfach mal 12 Punkte, glaube ich, im Schnitt gepurzelt ist und diese Leistung nicht mehr bringen konnte. Da wird sich Mensah auch gedacht haben, ja Mensch, spiel das doch mal gegen mich. Dann hätte ich vielleicht ins Viertelfinale einziehen können. Also so ein durchwachsenes Wochenende von Mensah, was mir jetzt nicht so richtig Aufschluss gibt, ob da jetzt möglicherweise doch wieder Dinge in die richtige Richtung bei ihm passieren. Trotzdem war für ihn wichtig, dass er das Geld auch für die Rangliste bekommt. Das war mit seinem 6-4 bei Jeff Smith ja der Fall. Und ich denke, Smith hat einen 9er verpasst, oder? War das nicht auch ja, Jeff Smith? Ja, hat das Leck sogar verloren. Ja. Also das sehen wir ja auch oft, 9er und dann, also wie gesagt, 3 Leute waren sich, mir fällt gerade der Dritte auch nicht ein, also Horvath, Smith und wer war es noch? Also irgendeiner hat noch einen 9er knapp verpasst am Draht. Das sollte einfach in diesem Wochenende nicht sein. Ja, das war es dann eigentlich schon zu den German Darts Championship in Hildesheim, unserem ersten Block heute. Und wir gehen nahtlos über in den zweiten. Da ist die European Tour eigentlich ein sehr gutes Stichwort, denn ja, ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt noch 2 weitere Events, einmal in Sindelfingen und in Riesa, die dann auch noch für die European Darts Championship reinzählen, die dann wahrscheinlich in Dortmund Ende Oktober, Anfang November stattfinden werden. Jetzt wollen wir aber unseren heutigen Gast nochmal genau unter die Lupe nehmen. Florian Hempel ist ja heute mit dabei. Und die European Tour war ja eigentlich so dein, ja, ich will es nicht sagen, aber so ein Moment, wo ja die Leute auf dich aufmerksam geworden sind. Eine erste Qualifikation, Dutch Darts Masters damals. Nimm uns einfach nochmal mit, wie war dieses Wochenende damals für dich? Ja, also
Das Lustige ist zur Qualifikation, die war ja eine Woche vorher in Hildesheim, da war ja dieser Dreier-Qualifier für Kopenhagen, Prag und Zwolle. War dann tatsächlich so, dass ich mich wirklich überreden lassen musste, Samstag früh aus dem Bett zu steigen, so zeitig und loszufahren, weil ich am Freitagabend noch irgendein Event hatte. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Habe mich aber Gott sei Dank überreden lassen, bin hingefahren, habe mich auch dann direkt qualifiziert. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das so richtig gemacht habe. Hatte dadurch Gott sei Dank eine Woche Zeit, mich auf meinen Debüt vorzubereiten, und ich glaube, das hat mir auch wirklich, wirklich gut geholfen. Man konnte sich nochmal wirklich vor Augen führen, wie lange man es jetzt eigentlich probiert hat. Das waren ja, wie ich so oft gehört habe im TV, es waren ja 17 Versuche. Und dann hat es doch endlich geklappt, und ich konnte mich eine Woche wirklich darauf vorbereiten. Mein Gegner stand zwar noch nicht fest, aber ich wusste genau, okay, es ist der Freitag, ich konnte Donnerstag in Ruhe anreisen, musste nicht erst in die Quali, war ausgeruht. Allem drum und dran. Ja, bin dann auch vor Ort da in Zwolle mal zum Host Nation Qualifier von den Holländern gefahren, weil ich ja doch ein, zwei, drei Jungs ganz gut kenne von den Turnieren. Hab mir das angeguckt und auch so gemerkt, es ist eigentlich eine coole Sache, wenn man sich, wie Shortify es vorhin gesagt, das ganze Wochenende von den deutschen Spielern ist auf den Qualifier ausgelegt. Und das ist wirklich so, man muss erstmal den Qualifier schaffen, um überhaupt dann am Wochenende dabei zu sein. Und Freitag entscheidet dann die Tagesform. Für mich dann entspannt an dem Donnerstag anzureisen, im Hotel zu schlafen, übernachten. Da hat man natürlich auch schon die ersten Jungs da unten an der Hotelbar gesehen. Nächsten Tag dann auf die Bühne zu gehen. Ja, auf einmal, man kann Shuttle rufen, um zum Spielort gebracht zu werden. Das war alles ganz, ganz, ganz großes Neuland für mich. Und ja, dann fährt man da in diese Halle, ist hinten im Practice Room, sitzt dann auf einmal mit Brandon Dolan an einem Tisch und wirft sich mit Jermaine Vatimena ein, und das war doch schon alles ein bisschen ja, verrückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war schön, es hat Spaß gemacht, und als dann die Musik anging, und man hört das ja unten im Practice Room, und dann der Bass losgeht und man die Fans hört, so die ersten zwei Spiele sieht, dann war der Puls doch ein bisschen schneller, aber positiv. Und dann wollte ich aber auch raus. Ich wollte dann halt auch raus und spielen, und ja, dann durfte ich endlich irgendwann raus, und ja, dass natürlich mein Debüt so verläuft, das hätte ich vorher niemals zu träumen gewagt. Ich habe gedacht, okay, komm, ordentliches Spiel zeigen, gucken wir, und dann gucken wir mal, wie es geht. Ich kannte Ryan auch gar nicht, also nur vom Namen, durch den Papa, ne, von durch Rod. Aber so wirklich auf dem Schirm oder so hatte ich ihn nie. Ja, und dann geht man da raus, und auf einmal ja, steht 6-0, man gewinnt, und ja, ich wusste noch nicht so ganz, wo ich war in dem Moment. Genau, 6-0 dann gegen Ryan Hammond in der ersten Runde bei den Dutch Stars Masters. Wie ist der Tag dann für dich danach verlaufen? Also hat das Handy dann geklingelt, wahrscheinlich viele Freunde gratuliert für dieses Debüt, und wie bist du dann den Samstag angegangen? Ja, natürlich. Also mein Handy musste ich, glaube ich, dreimal laden an dem Tag. Es kamen unfassbar viele Nachrichten über Facebook, WhatsApp und sämtliche Kanäle. Natürlich ein schöner Zuspruch, den man dann da erfährt. Hat auch Spaß gemacht. Ja, danach, ich hatte ja noch so ein paar Leute aus dem Raum Köln, die mich unterstützt haben. Und dann sind wir erstmal was essen gegangen, haben noch die ein oder andere Cola getrunken. Ja, und dann habe ich den Tag einfach nur so ein bisschen genossen. Es einfach erstmal irgendwie versucht zu realisieren. Aber viel Zeit war nicht, weil man ja einfach nur einmal schlafen durfte. Und nächsten Tag stand dann das Spiel gegen Simon an, gegen Simon Whitlock. Und ja, das, also das war dann doch schon nochmal ein anderes Gefühl, als man dann unten im Practice Room ankam. Es war dann auf einmal, da war dann doch auf einmal wirklich eine gewisse Nervosität in mir, weil dann auf einmal geht es gegen die aktuelle Nummer 11 der Welt, gegen einen ganz, ganz, ganz großen Spieler dieses Sports, der sehr, sehr viel Erfolg gefeiert hat. Und auf einmal steht ein Gervin Price neben dir an Bord und spielt sich ein, Michael van Gerwen kommt rein, und dann kommen die ganzen Jungs nur nochmal 10 Plätze oder 15 Plätze noch auf Meriden mehr vorbei. Dann geht man da raus, die Halle ist auf einmal ja doppelt bis dreifach so gefüllt, und man versucht dann natürlich sein bestes Spiel abzuliefern, und ich kam ganz schlecht rein, oder sehr schwer rein, Simon kam sehr gut rein, ja, und dann gab es diesen einen Knackpunkt, die 152,
ich nicht mache, und die 119 dann im nächsten Leck. Und ja, wenn man die zwei Darts dann vielleicht nicht unbedingt gerade macht, dann gegen die Nummer 11 der Welt liegt man dann 5-3 hinten, statt für sich führt 5-3. Das ja, war aber ein sehr, sehr schönes Gefühl, da überhaupt oben zu stehen, da mitspielen zu dürfen. Und ja, es hat auf jeden Fall richtig, richtig Bock gemacht auf mehr. Und ja, dann kam die Sommerpause letztes Jahr, man musste 3 Monate warten, bis überhaupt wieder Qualifier anstanden, aber ja, dann ging es ja endlich weiter. Bist du zufrieden mit dem, was danach noch passiert ist? Da gab es ja noch eine weitere Qualifikation auch für ein weiteres European Tour Event. Nein, so gar nicht. Also ich habe mich dann natürlich für Mannheim qualifiziert und bin dann da hoch auf die Bühne, und rückblickend betrachtet war dieser ganze Weg ein komplett anderer. Es war natürlich nicht das, was ich spielen kann und nicht das, was ich spielen will. Ich habe sehr viel analysiert und bin eigentlich so zu dem Entschluss gekommen, dass ich irgendwie an dem Tag überhaupt nicht ich selbst war. Ich stand einfach neben mir. Ich habe mir um alles andere Gedanken gemacht. Es war auf einmal mehr oder weniger ein Heimspiel. Es war auf einmal vor heimischem Publikum. Davor war es in Zwolle in Holland. Da war es mir ja nicht egal, aber man, wie wir vorhin schon mal thematisiert haben bei dem Spiel zwischen Hopp und Ian White, sehr viel Gepfeife gegen den Gegner. Da habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, weil ich das Thema sehr, sehr schwierig finde. Ich meine, den eigenen Spieler zu unterstützen, finde ich super. Aber so zu unterstützen, indem man das Spiel des Gegners negativ beeinflusst durch Pfeifen, Störgeräusche oder, finde ich ganz, ganz schlimm. Weil wir sind beides Sportler, versuchen beide unser bestes Spiel da oben zu zeigen, versuchen die Leute zu begeistern mit unserem Spiel. Und ja, das hat mich im Vorfeld schon sehr, sehr wirklich beunruhigt. Also ich hatte wirklich, ich wusste auch dann, ich habe mir dann Gedanken gemacht auf einmal, was machst du, wenn das passiert? Reagierst du nicht? Wie gehst du auf die Situation ein? Und mich haben so viele Dinge links und rechts beschäftigt, sodass ich gar nicht den Fokus fand. Ich konnte mich auch nicht wie beim letzten Mal eine Woche darauf vorbereiten, sondern Qualifier, Hotel, spielen. Das war einfach ein ganz anderer Ablauf, und mit dem kam ich einfach an diesem Tag und beziehungsweise ja, an diesem Tag nicht so richtig zurecht. Ist das denn etwas, wo du sagst, wenn das nächste Bühnenspiel kommt und ich in Deutschland spiele, dann weiß ich beim nächsten Mal, was ich zu tun habe? Oder ist das etwas, wo du sagst, das könnte wieder zum Faktor werden? Also zu wissen, wie man dann in dem Moment reagiert, weil man ist ja da oben, man ist im Tunnel, man versucht sein Mindset abzufinden, weiß man sowieso nicht, wie man wirklich dann darauf reagiert, ob man es überhaupt mitkriegt oder nicht. Ich glaube, ich würde es einfach mich nicht mehr so tangieren lassen und das Ganze mehr auszublenden, also mehr wieder meinen eigenen Fokus zu finden und das ganze Thema ja wirklich wegzuschieben, zumindest so bewusst, wie es mich wirklich tangiert hat. Shorty, wie war es bei dir damals? Kannst du dich noch erinnern, dein erstes Bühnenspiel vor heimischem Publikum versus deinem Bühnenspiel, dein allerersten Bühnenspiel überhaupt nicht in Deutschland? Ja, nicht so ganz dran erinnern, weil ich war vorher mit meinen Bühnenspielen meistens in England noch unterwegs, und da habe ich dasselbe empfunden wie Florian. Das war mir egal, ob die Leute da gepfiffen oder jubelt oder sonst was hatten, und das hat mich mehr berührt, als ich in Deutschland dann gespielt habe, zum Beispiel in Dortmund bei der EM gegen John Part. Da flog auch der Deckel ab in der Halle, aber da kann ich mich nicht an so wirkliche Pfeif-Triaden und Störversuche gegen John Part erinnern. Das hat irgendwie erst später Fahrt aufgenommen, so 6, 7, 8 Jahre später ging das dann los, dass es immer sehr parteiisch war, und dann ging das auch los so irgendwie bei den anderen Events in Wales und in Schottland und sonst wo ging das dann los mit auch mal hier pfeifen, da pfeifen, auch in Holland. Ja, und dann ging das in Deutschland immer mehr, dass es spielentscheidend wurde. Und du kannst als Sportler dich nicht auch noch darum kümmern, ob dein Gegner bei dem Publikum beliebt ist oder nicht, ob sie ihn versuchen zu stören oder nicht. Weil tangiert es dich, bist du raus aus der Nummer, wie es Florian beschrieben hat und erlebt hat. Versuchst du es an dir vorbeiziehen zu lassen, fühlst du dich als Sportler schlecht. Also du kannst bei der Nummer genauso wenig gewinnen wie dein Gegner. Also kann man immer nur wieder laut ausrufen, Publikum, so fair wie möglich. Du kannst mich ja feiern, bis das Blut kommt, ist ja kein Thema, aber schrei dabei dem anderen doch nicht das Trommelfell kaputt. Also diese Fairness da zu finden, wenn dich das auch noch beschäftigt, dann bist du irgendwann mit deinem Gameplan am Ende. Weil du kannst nicht everybody's darling sein oder verlangen, dass sie ihm denselben Respekt entgegenbringen wie dir.
Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und das Thema Publikum hatten wir auch ja schon öfter im Podcast beredet. Da, der wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren erstmal nichts ändern, aber wir werden da weiter am Ball bleiben. Wir gehen noch einen Schritt zurück, Florian, zum Start deiner Karriere. Also wir wissen ja, wie du schon gesagt hast, du warst vorher Handballer. Wie bist du denn dann überhaupt zum Dart gekommen und wie kam deine Entscheidung, okay, ich setze jetzt auf die Karte Dart? Ja, wie ich zum Dart gekommen bin, wie glaube ich so viele, irgendwo hängt mal eine Scheibe. Und bei uns war es tatsächlich in der WG, wir hatten da so ein Corkboard mit so Breast-Darts rumhängen und haben halt alle drei Wochen mal samstags vor einer kleinen Party ein bisschen gespielt. Und ja, ich hatte mal eine Woche Urlaub, habe mir dann die Darts da genommen, habe gesagt, okay, komm, knall mal die Dinger da mal ein Stündchen rein. Aus dem Stündchen wurden zwei, aus zwei wurden vier und das lief ganz gut. Habe ich das Montag, Dienstag, Mittwoch gemacht und freitags habe ich dann gesagt, okay, es laufen wir, glaube ich, mal ein richtiges Board, weil das Board dann noch wirklich nicht mehr so gut war. Bin dann bei uns hier in Köln in einen Dartshop gegangen, habe gesagt, hier, ich brauche ein Board, ich brauche Darts. Wurde da auch relativ gut beraten, war alles tippitoppi. Und ja, dann haben sie mich mal so ein bisschen gefragt, ja, was spielst du denn? Ich so, ja, Darts. Und die, ja, was für ein Average? Ich so, ja, keine Ahnung, ich schaue das hier in so eine App und dann so 60, 65 mal. Und dann haben sie mich gefragt, mit Doppel aus. Ich so, ja, die Felder da am Außenring. Ich hatte wirklich gar keine Ahnung von dem Sport. Und dann haben sie mich da mal zum Turnier eingeladen, bin dann zum Turnier gegangen, habe das Turnier auch gewonnen. Ja, und dann habe ich ein halbes Jahr mal, ja, alle zwei Wochen einmal oder dreimal die Woche gespielt. Also nichts Aufregendes. Und irgendwann war mal hier in Köln ein Turnier für einen PDC-Qualifier. Also man konnte das Ticket für einen PDC-Qualifier, der vor drei Jahren, glaube ich, noch 125 Euro oder Pfund gekostet hat, gewinnen. Und den habe ich gewonnen, bin dann zum PDC-Qualifier in Leverkusen gegangen. Da hatte ich auch den Shorty zum ersten Mal gesehen, da durfte ich sein Spiel schreiben, weil ich das Spiel davor verloren habe. Und habe mich aber auch gar nicht so schlecht geschlagen. Ich glaube, ich hatte mich in die zweite oder dritte Runde gespielt und ja, auf jeden Fall, da habe ich dann ein bisschen Blut geleckt, hatte dann so die ein oder andere Person kennengelernt, die mich dann damit auf Reisen genommen hat. Und das war alles so im ersten Halbjahr 2017. Und Ende 2017 habe ich dann den Entschluss gefasst zu sagen, okay, ich setze alles auf eine Karte. Ich mache das gar nicht so schlecht, bin relativ talentiert. Ich gewinne ab und zu mal ein paar Turniere und ich mache jetzt mal ein Jahr Sabbat. Also sprich Arbeitslosengeld ganz normal und fahre einfach Turniere und trainiere wie ein Wahnsinniger. Habe dann wöchentlich meine 3, 4, 5 Turniere gespielt, je nachdem wie man konnte und wie man will. Bin aber auch wirklich überall hingefahren, also selbst für 100 Euro waren mir 300 Kilometer nicht zu weit, weil ich gemerkt habe, diese ganze Erfahrung, die die Jungs da haben, sei es auf der Tour oder sei es die Jungs in Deutschland, die Top-Jungs, so ein Kevin Münch, der mit 20 Jahren Erfahrung aufkommt, das, wenn du das nicht hast, dann kannst du manche Spiele einfach nicht gewinnen. Es geht dann einfach nicht. Und diese Erfahrung wollte ich einfach aufholen. Und das habe ich dann ein Jahr lang gemacht. Hatte dann auch mein erstes richtiges Jahr auf der European Tour, also mit den ganzen Qualifiern. Und habe da auch sehr viel Lehrgeld zahlen müssen. Aber ja. Jetzt wollte ich gerade sagen, ob dir der Name Pascal Herwig was sagt. Pascal Herwig, ja, sagt mir was, glaube ich sogar bei irgendeinem Turnier schon mal gesehen. Das war dein allererster Gegner beim PDC-Turnier. Ach, das war der allererste Gegner bei meinem PDC-Turnier? Ah, okay. 6-2 steht hier zumindest. Ah ja, okay. Ah, gut zu wissen. Ah, okay, ja, ich weiß noch, dann habe ich es in die zweite Runde geschafft, dann habe ich gegen Christian Krüger verloren. Und in der dritten Runde durfte ich den Shorty schreiben. Ja. Genau. Also schließt sich der Kreis hier. Ja, genau, aber das Spiel hätte ich gerne gehabt gegen Shorty, ne? Also das hätte ich wirklich gerne gehabt. Also das ist ja dann doch auch, wenn man mit dem Thema zu der Zeit noch nicht wirklich viel am Hut hatte, ist er ja doch schon ein oder zweimal gefallen und man hat ihn doch schon gehört. Dann ist jetzt aber keine Entschuldigung oder sowas. Nee, die möchte ich auch nicht. Ne? Das ist so eine harte Schule, weißt du, muss auch die durch. Ja, fällt mein Name einfach bei abends bei so einem Tischgespräch über da. Ne? Genau, richtig, ja, und das ist ja auch gut und das Spiel hätte ich trotzdem ganz gerne gehabt, aber mir war es leider vergönnt, also das, ja.
Ja, und wie professionell war das damals im Handball? Denn musstest du da auch viel, sag ich mal, ja, liegen lassen für die Karte Dart, oder ist dir die Entscheidung leicht gefallen? Nee. Also Handball hatte ich ja schon vorher aufgehört. Ich hatte ja Mitte 2016 schon mit Handball aufgehört. Oder beziehungsweise Anfang 2016 und war dann ganz normal berufstätig. Und die Entscheidung Handball abzubrechen kam schon vorher. Weil das Thema einfach irgendwann, ich war satt. Ich konnte mich nicht mehr motivieren. Die letzten 5%, die Bekannten, die fehlten einfach. Und ich wusste, im Leben muss es noch mehr geben als Handball und, weiß nicht, 6-mal die Woche trainieren und jedes Wochenende unterwegs sein von, weiß ich nicht, wann bis wann. Und man privat musste man auch wirklich viel zurückstecken. Also selbst wenn man in der Sommerpause, im Sommerurlaub mal ein bisschen Beachvolleyball spielen möchte oder Kitesurfen gehen möchte, dann muss man aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Also hat man es erst gar nicht gemacht. Deswegen habe ich 2016 auch mit dem Handball schon aufgehört gehabt. Und was ist nach diesem Sabbatical-Jahr passiert? Weil da kann ich mich erinnern, war dann eine recht gute Q-School 2019, dann die Erfolge auf der European Tour 2019. Also waren dann die Dinge da, die du dir versucht hast, in diesem einen Jahr quasi aufzubauen? Was würdest du sagen? Dass das wirklich so extrem gut verläuft oder so schnell so gut lief, hätte ich nicht gedacht. Also ich hatte mir gesagt, okay, in meinem ersten Jahr, wenn ich mich qualifiziere, das ist schon ein Wunder. In meinem zweiten Jahr, okay, man könnte sich aber qualifizieren, und im dritten Jahr hatte ich es mir dann eigentlich mal vorgenommen. So war ungefähr mein Plan. Bin im ersten Jahr zweimal gescheitert, im zweiten Jahr hatte ich es zweimal geschafft. Und war auch sehr glücklich darüber. Und dann hat mich tatsächlich eine Verletzung ausgebremst, letztes Jahr im Sommer, also kurz nach Mannheim war das. Und da hatte ich mir mal einen Muskel im unteren linken Rücken geklemmt, und durch die einseitige Bewegung im Dart über die rechte Seite war meine rechte Schultermuskulatur so verspannt, dass das die Nerven dicht gemacht hat und ich teilweise meinen Daumen nicht mehr spüren konnte, wenn ich den Dart loslassen wollte. Und das galt es dann zu beheben, und dann kam irgendwann der Super League Qualifier, ich weiß gar nicht, Oktober, November 2019, und ich durfte bis eine Woche vorher, glaube ich, 6 Wochen kein Dart spielen. Und wenn man so lange raus ist und in der Zeit davor so intensiv gespielt hat, und auf einmal diese Selbstverständlichkeit, diese 90 im Average ans Board zu knallen und im Training noch viel, viel höher. Diese Selbstverständlichkeit, wirklich die Felder zu treffen, wenn man will, wenn die nicht mehr gegeben ist, dann wird aus so einer Verletzung ganz schnell mentaler Stress. Diese Selbstverständlichkeit ist weg, und diese zurück zu erlangen, das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert und ist bis heute noch nicht hundertprozentig wieder da. Das heißt, im Januar 2020 gab es dann einen weiteren Versuch bei der Q-School, wo dir viele im Vorhinein einiges zugetraut haben, aber bei dir selbst war dann die Erwartungshaltung gar nicht so hoch? Nee, gar nicht. Also ich bin auch, ich wusste ja auch, was links und rechts mal gesagt, oder was links und rechts mal gesagt wird, wer so eine Favoriten oder ein Dark Horse, sage ich mal, auf eine Tourcard war, und da war ja mein Name auch ein, zwei Mal genannt worden, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, das wird halt nichts. Also ich bin zur Q-School gefahren, habe gesagt, okay, es ist für mich eine Standpunktermittlung, wo stehe ich aktuell? Und ich stand sehr, sehr weit hinten und sehr, sehr weit unten. Und ich weiß auch nicht, ich komme eigentlich ganz gut im ersten Leg in die Q-School rein, und danach war alles weg. Also es war, als würde ich noch nie, als hätte ich noch nie Dart gespielt. Also als wäre ich noch nie in dieser Situation gewesen. Ich konnte mich nicht mehr richtig hundertprozentig konzentrieren. Ich, alles, was mal geklappt hat oder was im Training klappt, klappte nicht. Mir fielen auf einmal Darts raus, die mir sonst nicht rausfallen. Und man hatte irgendwie das Gefühl, man kämpft gegen unzählige Windmühlen. Und tat auch wirklich weh, wenn man weiß, was man spielen kann und es einfach nicht abrufen kann. Aber ich bin halt Kämpfer, ich bin ehrgeizig, ich weiß, dass ich den Weg immer noch gehen möchte und gehen kann und gehen werde. Immer weiter. Wie sehr hat dich Corona
tatsächlich ausgebremst oder war das dafür, dass du sagst, du bist sowieso nach der Verletzung noch nicht da, wo du bist, war das gar nicht so schlecht? So schlimm wie die Situation ist, Corona, weltweit, diese ganzen Einschränkungen und Krankheitsfälle und Todesfälle, ne? Auf mich, für mich persönlich, für mein Spiel, hat diese Auszeit und gerade dieses Online-Darts mir wirklich einen Push gegeben. Es gab ja diese Covid-Serie, darüber habt ihr, glaube ich, auch berichtet. Genau, genau. Und dort haben ja die ganz großen Jungs auch mitgespielt, unter anderem Chris Doby, Rodriguez, Rostovic, das ja auch wirklich richtige Top-Jungs sind. Und auf einmal lief es dann zu Hause nicht nur am Trainingsboard, sondern auch am Trainingsboard, wenn man gegen jemanden gespielt hat, also am eigenen Board. Man gewinnt auf einmal Spiele gegen die Jungs, die man vor 2 Monaten wahrscheinlich nicht gewonnen hatte. Und auf einmal hat man gemerkt, okay, es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. Und das für einen geringen Teil von Aufwand, also Aufwand in Form von Reisestress, Kosten und. Man konnte keine Preisgelder einspielen. Wir waren alle auf Eis gelegt, was das Thema betrifft. Aber spielerisch und für meinen eigenen, für mein Mindset-Up und für meine, für mein Selbstvertrauen, für mein Selbstverständnis, hat mir dieses Online-Dart gegen die großen Jungs wirklich, wirklich weitergeholfen. Du bist ja auch schon davor im Online-Dart, soweit ich das verfolgt habe, unterwegs gewesen. Was hat das für Gründe und wie groß ist dann doch der Unterschied zwischen einem Online-Spiel, wo der Gegner einfach nur in der Webcam ist, aber nicht bei dir quasi im selben Raum steht und dann aber ihn dann doch bei einem Turnier zu spielen, wo er dann auch hinter dir steht und du ihn vielleicht auch spüren kannst? Ja, Online-Darts habe ich relativ früh angefangen, weil mir darüber sehr Positives hier im Raum Köln von einigen Spielern berichtet wurde und weil es halt auch wirklich eine einfache Methode ist, relativ schnell mit anderen in Kontakt zu treten und zu spielen. Ich sag mal so, wenn wir alle am Trainingsboard stehen und unsere Triple 20 ballern oder 121 spielen für uns, dann ist das alles schön und gut und wir treffen alles und es ist alles toll. Fahren wir aufs nächste Turnier, sieht das schon wieder ganz anders aus. Wenn wir zu Hause dann gegen jemanden spielen können, online, dann ist zumindest ein gewisser Teil davon gegeben. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Natürlich, man tritt mit anderen Menschen in Kontakt, man hat Spiele, man kann sich messen. Es macht Spaß. Aber es ist nicht vergleichbar mit einem Turnier. Weil allein schon der Faktor, ich fahre jetzt hier, weiß ich nicht, 50, 100, 200, vielleicht 500 Kilometer zu einem Turnier und kann 500 oder 1000 Euro als Erster mitnehmen. Das sind doch schon die ersten Faktoren, die eine Rolle spielen, wie ich meinen Arm oder wie ich ins Spiel gehe. Wenn ich das Spiel jetzt hier verliere, fahre ich nach Hause, fahre meine 400 Kilometer, wie zum Beispiel der Qualifier am Donnerstag, erste Runde, wenn ich jetzt hier verliere, fahre ich heim. Ohne Ertrag. Das ist aber was ganz anderes, als wenn ich zu Hause stehe und Online-Webcam gegen XY spiele. Und dementsprechend ist das Thema zumindest nicht wirklich vergleichbar. Ja, du bist ja auch viel im Kölner Raum unterwegs, logisch, du wohnst ja auch dort. Du vereinflusst ja auch Turniere und gibst auch Workshops. Bringt dir das auch was fürs eigene Spiel noch, dass du jetzt auch, sag ich mal, in dem Bereich unterwegs bist? Spielst ja auch viel in den Niederlanden und Belgien. Da bist du ja auch in der WDF-Szene, sag ich mal, bei vielen Turnieren auch unterwegs und hast auch schon einige Turniere gewonnen. Ja, gerade die Nähe hier von Köln rüber nach Holland ist natürlich super. Ich fahre auch so oft, wie es geht, nach Holland. Aktuell ist ja auch sehr viel dort als Risikogebiet gekennzeichnet. Deswegen habe ich auch die ein oder anderen Turniere die letzten Wochen wieder abgesagt. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß, dort drüben zu spielen, weil das nochmal andere Gegebenheiten sind. Die Jungs sind einfach in der Breite und auch oben in der Spitze einfach noch ein Ticken besser, als wenn man jetzt hier im Kölner Raum sich umguckt. Wir haben auch fantastische Spieler hier in Köln, aber man muss einfach die Breite und die Spitze sehen und da ist Holland einfach noch viel weiter vorne als wir hier in Deutschland. Und das macht Spaß. Ich fahre sehr gerne darüber. Ich spiele aber auch sehr gerne hier in Köln Turniere. Ich veranstalte auch Turniere. Wir haben jetzt am Wochenende wieder ein großes Wochenende vor uns. Das ist richtig. Man muss halt auch irgendwo Geld verdienen. Ne? Das muss man halt immer so sehen. Und dementsprechend sucht man sich so die ein oder andere Sache, die man machen kann.
unter anderem Turniere veranstalten oder halt auch Workshops geben. Gerade Workshops geben, es macht mir unfassbar viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Der Dartsport gibt mir wirklich viel und ich möchte davon einen gewissen Teil irgendwie weitergeben. Und ich glaube, dass wir in Deutschland, Michael van Gerwen hat es im Interview gesagt, ich glaube, wir haben in Deutschland 100 Talente rumschlummern, die noch gar nicht wissen, wie gut sie sind. Und ich sehe das ähnlich. Und ich glaube, dass mit den ein oder anderen Tipps und Tricks vor Ort da der ein oder andere vielleicht noch vordringen könnte. Du warst ja auch früh im Daten.de-Forum angemeldet. Das war ja schon, sag ich mal, vor deinem Kickstart, sag ich mal, hast du dich ja auch schon rumgetrieben. Würde mich ja interessieren, ob du da irgendetwas mitgenommen hast, jetzt so aus Daten.de-Sicht, ob dir das wirklich was geholfen hat, weil der Austausch ist ja da. Klar, gibt es auch viele Leute, die ja nicht so sinnvolle Beiträge verfassen, aber hast du dir irgendwas da damals als Start mitnehmen können? Ja, definitiv. Also ich weiß noch, dass mein bevor ich natürlich in Cologne Dartshop damals gegangen bin, mich erkundigt habe, welches das beste Board am Markt war. Das war damals das Blade 5 Dual Core, was frisch rauskam. Das habe ich bei euch erfahren. Ich habe mich sehr viel belesen und habe auch da die ein oder anderen Trainingstipps mitgenommen und habe sehr, sehr viele Beiträge mir durchgelesen. Und ich meine, immer wenn man irgendwo neu ist, dann will man ja nicht auch wirklich, kann man auch nicht wirklich immer alles selber erlernen. Und das Thema Tipps und Tricks einholen, das war schon wirklich sehr hilfreich bei euch im Forum, gerade wenn auch der ein oder andere mal von seinen Erfahrungen erzählt hat. Und ich kann mich noch an einen Beitrag erinnern, das war, glaube ich, an meinem zweiten oder dritten Tag, wo ich so ein paar Darts da geworfen habe. Und da hat er gemeint, ich spiele mich vor meinen Ligaspielen immer ein und werfe immer erst Doppeltraining, Tops, Bull, Doppel 3 und erst wenn ich die getroffen habe, mache ich Doppel 6, Doppel 11, Bullseye. Und ich stand da und dachte mir, ja okay, jetzt treffe ich bis morgen nicht vor einem Ligaspiel in den neuen Darts, die man kriegt. Ja, und das war schon, da habe ich mir gedacht, okay, sind die doch alle so wirklich unfassbar gut. Ich hatte ja wirklich keine, ich kannte Darts nur aus dem Fernsehen und ich wusste, Phil Taylor ist ein ganz großer und das war's. Und Shorty Seiler. Und genau, und ja, also mehr wusste ich von da nicht. Ja, wie gehst du die nächsten Monate und Jahre an? Also klar, wahrscheinlich wird die Tourkarte dein großes Ziel sein. Wäre denn auch die Challenge-Tour, sag ich mal jetzt, wenn Corona hoffentlich irgendwann vorbei sein sollte, eine Option für dich? Und was würdest du sagen, was fehlt noch zum nächsten Schritt, um den nächsten Step in deiner Karriere gehen zu können? Ja, die Tourkarte ist natürlich das Ziel. Es eröffnet so viele Möglichkeiten und gibt dir so viele Chancen, klar. Das, glaube ich, ist so ziemlich das, nicht nur das Ziel, ich glaube, das ist auch so die Grundlage, um überhaupt in dem Sport den nächsten Schritt überhaupt gehen zu können. Die Challenge-Tour war für dieses Jahr im Grunde eigentlich auch schon ein Thema gewesen, aber dadurch, dass dann Corona leider kam, auch relativ schnell wieder abgeschrieben. Also man wird mich definitiv auf der Challenge-Tour im nächsten Jahr hoffentlich, wenn es denn möglich ist, sehen. Hoffe ich. Ich hoffe sehr, dass wir da hinkommen, aber ich bezweifle es aktuell noch, weil die aktuellen Zahlen, die wir da gerade durch die Medien kriegen, sind ja dann doch wieder ein bisschen sehr besorgniserregend. Ja, und was fehlt noch? Ja, natürlich die Tourcard fehlt. Ja, es fehlt noch, es fehlen bei mir noch gute 5-10% Selbstverständlichkeit und weniger Selbstzweifel, die aufgekommen sind aufgrund der ganzen Thematik Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres. Das heißt, es wird ja jetzt nochmal ein ähnliches Wochenende dieses Jahr, glaube ich, im November auf der Challenge Tour geben, wie wir es jetzt auf der Development Tour gehabt haben. Obwohl, ich glaube, das war Oktober, egal. Es ist nicht geplant, das mitzunehmen? Aktuell nicht, weil ich dann doch immer noch aktuell zu dem Punkt, also Sicherheit geht immer noch vor. Und ich kann mir nicht unbedingt hundertprozentig vorstellen, aktuell nach England zu reisen und wieder zurück und dann, ich habe einen kleinen Mann hier zu Hause, der ist 1,5 Jahre. Das Thema Corona betrifft einen dann doch oder beschäftigt einen dann doch ein bisschen mehr. Man will auch
die umliegenden Menschen nicht unnötig in Gefahr bringen. Und da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Also ich fahre auch aktuell nicht nach Holland, auch wenn nur gewisse Regionen in Holland als Risikogebiet gekennzeichnet sind. Ich lebe da dann doch ein bisschen vorsichtiger, was das Thema angeht. Sicherlich kann man es nie wissen, aber so, was ich zumindest persönlich für mich so ein bisschen ausschließen kann, sind, glaube ich, aktuelle Reisen, also sehr weite und sehr viele Reisen in fremde Gebiete, wo man nicht so hundertprozentig mit den Maßnahmen d'accord ist. Aber die Qualifier für Sindelfing und Riesa sind im Plan mit eingeplant bei dir? Die sind fest eingeplant, da ist mehr oder weniger auch schon fast alles gebucht, bis auf das Hotel bis Sonntag, weil da muss man den Donnerstag erwarten. das nehme ich auf jeden Fall mit. Klar, das ist von mir aus auch alles ein Stückchen hin, aber es macht natürlich immer wieder Spaß, dort beim Qualifier zu sein. Es macht immer wieder Spaß, sich mit den besten Spielern zu messen, die wir im Land haben, und die sind nun mal dort, bis auf unsere Tourcard-Holder. Und da will man natürlich auch sich selber beweisen. Ja gut, da haben wir auf jeden Fall sehr viel Spannendes über dich erfahren. Das können wir auf jeden Fall jetzt schon festhalten. Aber wir sind definitiv noch nicht fertig mit dieser Folge, denn wir haben es ja am Anfang angesprochen, der World Grand Prix ist jetzt das große Thema, was uns auch in der nächsten Folge dann in der Analyse beschäftigen wird. Denn ja, das Turnier hat ja den besonderen Modus Double In, Double Out. Shorty, Double In, Double Out, was verändert genau dieser Modus am Spiel? Ja, dein ganzes Setup ist ein anderes. Double In, Double Out beginnt, du fängst da, musst du ganz anders rechnen. Weil das ganze 101-Ding völlig anders. Und wenn du so eine Doppelschwäche zelebrierst, wie sie nun das ein oder andere Mal auch den Hals gekostet hat, wie von Gerben jetzt auch den Hals gekostet hat, kann das Ding auch ganz schnell in die andere Richtung gehen, als das, was du normalerweise aktuell spielen kannst. World Grand Prix ist immer ein außergewöhnliches Spektakel, und da haben wir gerade ganze 2-9er auf der breiten Linie, 3-9er auf der breiten Linie. Das ist schon phänomenal schwierig, dieses zu ganz andere Herangehensweise. Und da wir so eine aktuell breit gefächerte Qualität haben, bin ich einfach gespannt, ob sie jetzt in der Lage sind, mit diesen verpassten Spielen, mit dieser nicht erlebbaren Matchpraxis, wie Flo sie gerade beschrieben hat, wie sie damit Compare gehen oder D'accord gehen, das da mit Doppel zu starten. Also ich bin einfach nur gespannt. Ich habe da überhaupt keinen Favoriten diesmal. Es ist ja auch das einzige Turnier im Jahr, das mit diesem Modus stattfindet. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel die Tatsache verändert, dass die Spieler wenig Turniere gespielt haben, weil es wäre ja nicht so, als würden sie irgendwie im Jahr weitere Turniere in diesem Modus spielen. Weißt du, wie ich denke? Also ja klar, ist schon richtig, was du da sagst, aber wie gesagt, wir haben völlig veränderte Modis. Die Jungs sind ja nicht in ihrem normalen Trott, und das Turnier kommt auch zu einem anderen Zeitpunkt. Also von daher, mit einem anderen Mindset bist du eh unterwegs. Keiner ist sich wirklich seiner Stärke sicher. Alle machen komische Fehler, verlieren haushoch, was überhaupt nicht denkbar war vor Monaten. Ja? Verlieren zu 1, zu 0. Leute gewinnen da Spiele aus dem Stand zu 0, wo der einfach nicht funktioniert, wo er Emmerich ist für Jenseits von Gut und Böse abgerufen werden, und die Leute springen aus dem Stand 8 Meter hoch. Also dieses Jahr ist einfach sehr, sehr schwer einschätzbar, und da jetzt davon reden zu können, dass man irgendwem ein normales Mindset-Up in 2020 abkaufen könnte, ist einfach utopisch. Jeder hat da seine guten und schlechten Momente. Die Jungs sind völlig aus dem Tritt, da sind keine Gewohnheitssieger mehr dabei. Wir werden alle überrascht. Also das ist das Einzige, was das Gute ist in 2020. Die Qualität wird einfach breiter gefächert und jeder traut sich mehr zu. Unter anderem natürlich auch die Zelebrierung dieses Online-Moduses, wo du dich wunderbar connecten kannst und dich immer wieder selbst prüfen kannst und diese Scheu ablegst. Also von daher brillant. Nur für Dart. Ja. Ich denke, auch die Spieler, die man aktuell vielleicht formtechnisch oben sieht, also nur weil an Devin Peterson jetzt in den letzten Monaten gut funktioniert hat, heißt das nicht, dass Double In, Double Out für ihn das ist, was jetzt auch beim World Grand Prix dafür sorgen wird, dass er irgendwie alles wegschießt. Also ganz genau. Sehe ich noch nicht. Gibt ein, zwei Spieler, wo ich sage, denen liegt das. Glenn Durant sehe ich da zum Beispiel, Peter Wright sehe ich, vielleicht auch ein Mensur Suljovic, aber auch da ist es extrem schwierig, was zu prognostizieren, da gebe ich dir völlig recht.
Ja, da gehen wir doch einfach in den Draw rein, denn der hat uns einige interessante Partien schon direkt in Runde 1 auch beschert. Fangen wir einfach oben an, direkt das erste Spiel, Michael van Gerwen gegen Christoph Ratajski. Also wenn van Gerwen da nicht wach ist, Kevin, dann kann das ganz schnell auch nach 6 Lecks schon theoretisch vorbei sein. Ja, ist denn heute schon Weihnachten, könnte man sagen. Also das ist ein Match, das van Gerwen alles abverlangen wird, ähnlich wie zuletzt bei der World Series, wo er dann gegen Glenn Durrant direkt spielen musste. Man hat, glaube ich, in den Jahren davor immer über Steve Beaton geredet, wie oft er einen von den Großen zieht und wie die Großen immer an den schweren Losen vorbeifliegen und das so auslassen. Aber beim Grand Prix sind halt nur 8 gesetzt. Und deswegen gibt es hier mehrere Duelle von Spielern innerhalb der Top 16. Und van Gerwen ist natürlich der Favorit, aber es würde mich nicht überraschen, wenn nach der ersten Runde Feierabend wäre. Wobei auch Ratajski mit Double-In, Double-Out noch nicht die riesen Erfahrungen gemacht hat. Bin da sehr gespannt, aber ich traue ihm schon zu, weil er ja schon auch ein bisschen langsamer einen Wurfrhythmus hat und so. Wenn er sich einen Plan zurechtlegt und dann hat, das heißt nicht nur ein Doppel. Also es braucht beim World Grand Prix braucht es einen Plan A und einen Plan B. Du brauchst ein Doppel, das du als erstes anspielst und dann musst du dir überlegen, wann wechsle ich auf ein anderes und welches ist es. Weil sonst machst du das wie Van Barneveld, der irgendwann auf Bull geworfen hat. Ja, das stimmt. Da kann ich mir noch gut dran erinnern. Und der Sieger würde von van Gerwen Ratajski, der Sieger würde auf de Sousa Petersen treffen. Also das hat er oben wirklich, wirklich heftig Hinsicht da oben. Also der Draw war auf jeden Fall äußerst spannend. Obere Hälfte auch noch die Partie zwischen Rob Cross und Gary Anderson. Wie du gesagt hast, Kevin, nur 8 gesetzt, deswegen Anderson nicht gesetzt und gegen Rob Cross. Vor ein paar Wochen hätte man wahrscheinlich gesagt, okay, das macht vielleicht eher Anderson. Jetzt weiß man bei Anderson auch nicht. Also das letzte Spiel war ja seine Premier League-Niederlage und seitdem hat er nicht mehr gespielt. Auch wieder so ein Dark Horse. Man weiß nicht, was da jetzt von Anderson kommt. Zu dem Double-In, Double-Out vielleicht nicht so sein Turnier. Weiß nicht. Also gerade Gary Anderson würde ich jetzt nicht unterschätzen. Ich habe James Wade auf dem Zettel in der oberen Hälfte, wenn wir darüber reden. Ich habe aber auch Mervyn King auf dem Zettel. Also Wade gegen King ist für mich auch so ein Spiel, wo ich sage, wer das gewinnt, der kann in dem Turnier auch ordentlich für Furore sorgen. Also ich wäre mal mutig und würde den Sieger aus Wade gegen King auch als Sieger dieses oberen Viertels tippen. Ja, schon sehr interessant. Luis gegen Dobi ist das vierte Spiel aus der ganz oberen Turnierhälfte. Florian, wenn du da einen Tipp abgeben müsstest, wärst du dann doch bei van Gerwen oder auch bei jemand anderen? Devin Petersen, ganz ehrlich. Mit einer 57% Doppelquote im Finale, das war schon beeindruckend, was der aktuell spielt. Wenn der das hinbekommt, am Anfang sein Doppel zu treffen, beim Checkout mache ich mir da weniger Sorgen. Der hat ja eine Wahnsinnsquote auch bei den Checkouts zwischen 41 und 100. Devin Petersen für mich, ganz ehrlich. Wenn er das mit dem Double-In hinkriegt. Ja, das wird natürlich die entscheidende Frage sein. Dann in der oberen Hälfte, sag ich mal, im zweiten Viertel, Michael Smith gegen Dimitri Vandenberg, natürlich auch schon wirklich ein namhaftes Duell. In der ersten Runde dann Mensur Sulevic gegen Dirk van Duyvenbode, da kommen wir sofort drauf. Cross gegen Anderson, wie schon angesprochen, und Danny Noppert gegen Ryan Searle. Shorty, wir hatten es schon mal besprochen, Dimitri hat ja den World Matchplay-Titel jetzt, sag ich mal, schon ein paar Wochen lang inne. Ultimate Series war es nicht das Gelbe vom Ei. Was glaubst du, wie er jetzt dann im TV wieder performen wird gegen Michael Smith? Ja, da hat er erstmal wieder mehr Ruhe drin und muss sich ja nichts mehr beweisen. Hat ja schon quasi die Erlebnisse nach seinem grandiosen Spiel dann eingesammelt und jetzt ist wieder eine Standortbeschreibung, weil Double-In, Double-Out ist eine außergewöhnliche Nummer und wenn er gut reinkommt in dieses Turnier, ist er brandgefährlich. Hat viel gelernt, ist viel gereift, aber wir haben ja, wie gesagt, eine spannende Zeit. Für mich ist es so gut wie unmöglich, da jetzt irgendwo auf konstante Varianten, wenn ich so sagen würde, würde ich auf konstante Varianten zurückgreifen und sagen, dass ein Anderson das dann macht, weil van Gerwen ist zurzeit absolut neben sich. Wird mit diesem Turnier nicht zurechtkommen. Sehe ich da eher Anderson. Ähnliches Gefühl, ja. Kevin Mensur gegen van Duyvenbode ist zumindest für die erste Runde eigentlich ein dankbares Los. Ja, van Duyvenbode in dieser Saison grundsätzlich gut unterwegs, aber bei dem frage ich mich halt, was macht der bei Double-In, Double-Out? Das könnte auch ein Spieler sein, der irgendwie
am Ende dann 3 von 11 beim Double-In hat oder so. Das ist eigentlich ein Los, wo Mensur gut weiterkommen sollte. Smith oder Vandenberg in der zweiten Runde wird natürlich interessant. Ich glaube nach wie vor, dass wenn Mensur die Doppelquote halbwegs hat, Double-In geht schon bei ihm, da muss aber halt die Doppel-14 funktionieren, dass dann er auch jemand sein kann, der dieses Viertel gewinnen kann. Suljovic gegen Anderson wäre ein Viertelfinale, das ich gerne sehen würde, muss ich gestehen. Ich glaube, da würden wir aus deutschsprachiger Sicht auf jeden Fall mitgehen, das zur oberen Hälfte. Dann gehen wir einfach schon mal in die zweite Hälfte rein. Da lautet die erste Partie Peter Wright gegen Ryan Joyce. Vermutlich eine klare Sache für Wright. Dann auch sehr interessant, Dave Schüssel gegen Glenn Dowen. Schüssel auch schon Finalist in diesem Turnier. Und Dowen natürlich ein Spieler, der vor allem über die Checks kommt, ein sehr guter Finisher ist. Flo, ist das so ein Spiel Schüssel-Dowen? Da lehnt man sich doch gerne zurück und schaut zu. Definitiv. Aber sowas von sehe ich aber auch den Chizzy einen Ticken weit vorne, weil er die Erfahrung in dem Turnier noch mehr mitbringt. Und wie du schon sagst, Finalist war. Aber das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr coole Nummer. Puh, also ich sehe halt einfach Chizzys TV-Bilanz dagegen sprechen und würde da ganz klar auf Durant gehen. Und Wright gegen Durant ist für mich ein Duell, was ich lieber deutlich später sehen würde. Dann aber halt wahrscheinlich in der zweiten Runde oder vielleicht. Und ich denke, dass der Sieger aus Wright gegen Durant das Viertel gewinnt. Ich habe Gurney auch auf der Rechnung, einfach weil er beim Grand Prix schon für Furore gesorgt hat. Clayton, White sind jetzt nicht zwei Spieler, die mir beim Gedanken an Double-In, Double-Out über die Füße fallen, wobei Johnny Clayton an einem guten Tag immer wieder auch mal was reißen kann. Schwierige Geschichte. Ich habe irgendwie auf dem Schirm, dass Glenn Durant sich dieses Turnier holt und endlich seinen ersten PDC-TV-Titel gewinnt. Deswegen müsste ich ihn in diesem Viertel eigentlich favorisieren, wenn wir logisch denken. Ich tue das jetzt einfach mal und dann gäbe es ein Halbfinale zwischen Glenn, das ist die untere Hälfte. Oben habe ich ja auch schon interessante Sachen getippt. Aber ich würde Durant erstmal vorne sehen. Genau, Peter Wright, Glenn Durant wäre ein mögliches Zweitrundenduell dann. Dann Viertel 4, da müssen wir noch drüber sprechen. Da hat Gavin Price zunächst Jermaine Wattimena zugelost bekommen. Ja, schwierig vielleicht zu sagen, was Price angeht. Der zwar irgendwie gut unterwegs ist, aber irgendwie auch wieder nicht. Also Proto hat zwei Titel gewonnen, aber eben jetzt auch am Wochenende. Gut, kam die Niederlage gegen Peterson. Kann sicherlich aktuell passieren. Dann haben wir aber auch ein Duell, Brandon Dolan gegen Kim Heibrechts, wo wahrscheinlich beide sich Chancen ausrechnen. Das ist jetzt nicht so der Kracher. Aber dann noch aus deutscher Sicht natürlich sehr interessant das Spiel zwischen Nathan Aspinall und Gabriel Clemens. Shorty, Aspinall natürlich der Favorit in dieser Partie, da denke ich, sind wir uns alle einig. Aber ist das nicht auch dann die Chance für Gaga? Ja, absolut. Es ist jedes Turnier eine Chance für Gaga. Das muss man mal klar festhalten. Und wenn er nur lernt fürs nächste Turnier. Gaga ist zurzeit der abgeklärteste Typ, der unterwegs ist, der so schnell eine Ruhe und Routine reingebracht hat, sein Leben in Ordnung gebracht hat und jetzt einfach unterwegs ist und das genießt. Also Gaga ist für mich da gut aufgehoben, weiterhin zu lernen. Und wenn das im ersten Jahr eben bedeutet, da einen auf den Schretzen zu kriegen, dann ist das so. Aber das sehe ich bei Gaga noch nicht. Er ist ein sehr guter Arbeiter, auch für seine Finishwege, ist da sehr konstant in seiner Arbeit, spielt nicht nur stumpf dasselbe und freut sich sicherlich auch darauf, mal so ein komplettes Turnier, Double-In, Double-Out zu spielen. Weil wir beim EDAT wissen, da gibt es viele komplette Turniere, da gibt es 3, 4 an einem Tag, wo du 3, 4 verschiedene Disziplinen spielen kannst. Und er ist sehr variabel, war da schon sehr erfolgreich, also hat er hier, denke ich, einfach mal Bock drauf. Und wenn das Gefühl passt zu den guten Ergebnissen, die du ablieferst in den letzten Monaten, ja, dann kann das für Gaga auch ein weiter Weg werden. Also ich freue mich drauf, auf die Partie. Es gab ja einen gewissen Knick bei Gaga nach der Summer Series, nach dem World Matchplay. Ich bin sehr gespannt, mit welchem Mindset er dort ist. Ich glaube, er macht vieles richtig, denkt sich aber halt dann, also er sieht mit Sicherheit schon auch, dass die Ergebnisse jetzt gerade in den letzten 2, 3 Wochen nicht so waren wie in der ersten Jahreshälfte. Ich bin sehr gespannt, auf welchem Doppel er startet. Ich könnte mir vorstellen, dass es die Doppel 16 ist und rechne ihm da schon auch was aus. Ist allerdings Nathan Aspinall natürlich auch ein Spieler, der jetzt sehr etabliert ist, in den Top 10 auch, der da
jetzt auch wie selbstverständlich das inzwischen alles macht, der aber auch bei den beim World Matchplay früh rausgegangen ist. Also wenn Gaga ihn früh erwischt, wir haben auch Setplay, wenn Gaga den ersten Satz gewinnt, dann geht da durchaus was. Ich gebe aber mal wieder den Spielverderber und tippe erstmal auf eine Erstrundenniederlage. Da können jetzt dann wieder diejenigen aus der Ecke kommen, die mir vorwerfen, ich würde keinen Patriotismus besitzen. Das hat aber damit nichts zu tun. Flo, wie siehst du die Entwicklung von Clemens? Also ist er eigentlich einer, der sich stetig weiterentwickelt hat? Ist das auch so eine Karriere, sag ich mal, eine Form, die du auch gerne bei dir sehen würdest? Immer weiterentwickeln, immer sich weiter steigern? Ja, absolut Wahnsinn, was der Junge in den letzten Jahren da runterspielt. Also das ist wirklich beeindruckend. Ich meine, den Weg in die Super League hat er ja auch über mich genommen und er hatte mich damals 5-0 vom Board geschickt und ich glaube, da war kein Leck schlechter als 14. Was der Junge kann, ist der absolute Wahnsinn. Er hat sich auch wirklich stark verbessert. Also scoren konnte er schon immer und seine, wie Shorty meinte, seine Checkout-Wege sind auch definitiv richtig, richtig gut geworden, auch die Checks. Ich sehe bei ihm auch tatsächlich jetzt in dem Spiel gegen Espinel vorne, weil Nathan doch ab und zu mal ein, zwei Darts auf Doppel liegen lässt. Und ich glaube, bei Gaga ist dieser, der hat, glaube ich, einen gewissen Druck vielleicht verspürt. Deswegen lief es vielleicht auch in der Autumn Series nicht so und jetzt auch für die European Tour nicht so hundertprozentig, weil er unbedingt zu dem Grand Prix wollte und er ist jetzt da und ich glaube, er kann befreiter aufspielen. Also ich sehe da tatsächlich auch den mentalen Vorteil irgendwie bei Gaga. Aber wer gewinnt das Viertel? Das finde ich extrem schwer, weil klar hat man Preis auf dem Zettel, aber wie gut funktioniert bei dem Double In, Double Out? Dann hast du einen Brandon Dolan, der schon mal im Finale war und wieder ein bisschen Fuß gefasst hat, dem ich immer zutraue, mal die ein oder andere Runde zu überstehen. Clemens Espinel, Jamie Hughes, Stephen Bunting, die ich jetzt nicht so richtig auf dem Zettel habe, aber aus dem Viertel könnte auch einer am Ende ins Halbfinale kommen, den keiner so richtig auf dem Zettel hat, weil wenn es nicht Price ist, dann kann es einfach auch ein Dolan oder vielleicht auch ein Clemens werden. Ja, definitiv möglich. Jetzt haben wir schon viel über Guy P. Clemens gesprochen und ja, wir hatten die Chance, jetzt vor dem Turnierstart auch noch mit Gaga zu sprechen und was der German Giant zu seinem World Grand Prix Debüt sagt, das hört ihr jetzt. Ja, schön Gaga, dass es doch noch geklappt hat jetzt vor dem World Grand Prix. Wie ist denn die Lage bei dir? Wie läuft die Vorbereitung auf Coventry? Ja, die Vorbereitung läuft eigentlich wie immer. Also ich habe jetzt nichts geändert im Training. Ich trainiere ganz normal wie vorher auch. Ich habe jetzt auch nicht extra Double In, Double Out gespielt. Natürlich schon ein paar Mal so ein Spiel dazwischen mal gemacht, aber im Endeffekt, man muss die Doppel zum Ausmachen treffen und zum Reinkommen ist dann im Endeffekt dasselbe. Jetzt waren die letzten Wochen von den Leistungsergebnissen her wahrscheinlich auch für dich nicht so zufriedenstellend, wie du das zuletzt gewohnt warst. Was stimmt dich denn trotzdem positiv, dass es in KBT wieder besser läuft? Ja, die Ergebnisse haben nicht gepasst in letzter Zeit natürlich, klar. Kann man jetzt nicht abstreiten. Ich habe auch nicht gut gespielt, wirklich teilweise. Gibt einfach solche Phasen. Ich glaube, wenn ich mir die Pro-Tour-Rangliste so angucke, habe ich letztes Jahr um dieselbe Zeit auch nicht besonders gut gespielt, weil da habe ich gar nicht so viel verloren in der Rangliste. Und ja, dann wird man einfach jetzt sehen, es geht einfach weiter, ich bleibe ruhig, ich trainiere weiter und irgendwann kommt es von selbst auch wieder. Wie sieht denn dein Plan aus? Hast du eine Idee von deinem Startdoppel schon oder hast du auch einen Plan B, falls das gewünschte Doppel mal nicht klappt am Anfang? Hast du da irgendwas schon zurechtgelegt oder gehst du da ganz spontan an die Sache ran? Nein, ganz klar. Also die Doppel 16 ist das Doppel, wo ich auch zum Ausmachen am liebsten spiele. Das werde ich dann auch, den Weg werde ich auch wählen, für reinzugehen. Wenn ich die nicht treffe, vielleicht auf die Doppel 18 oder Doppel 20 natürlich, so die gängigen Doppel halt. Jetzt ist dein erster Gegner Nathan Espinel. Da bist du natürlich, wenn wir ehrlich sind, der Außenseiter, was aber auch ein Vorteil sein kann. Ja, Favoritenrolle ist, würde ich sagen, ganz klar, aber ja, gerade der Grand Prix hat ja öfters gezeigt, dass es immer Überraschungen gibt. Distanz ist auch sehr kurz im ersten Match und ja, ich bin mit Sicherheit nicht chancenlos, zumindest traue ich mir selbst zu und dann werden wir einfach am Mittwochabend sehen, was passiert. Genau, das ist schon angesprochen, Mittwochabend, das allerletzte Erstrundenspiel, du gegen Nathan Espinel.
Wie liegt dir das? Also was sagst du dazu, das allerletzte Spiel des Abends zu haben? Da weiß man ja vorher auch nicht so genau, wie lange da man warten muss. Weil man wissen ja, World Grand Prix, die Erstrunden-Sessions, die gehen ganz schön lange teilweise. Ja, ist natürlich schon ungewohnt wahrscheinlich, weil man muss sich ja schon vorbereiten, als ob das Spiel jetzt um, sag mal, 11 Uhr losgehen würde, aber kann dann auch deutlich nach 12 werden, wie die letzten Jahre gezeigt haben. Und dann ist natürlich schon schwierig, sich vorzubereiten, aber es gehört dazu und ich werde es versuchen, so gut wie möglich zu meistern. Du kennst es schon vom World Matchplay, jetzt auch beim World Grand Prix, keine Zuschauer zugelassen, wahrscheinlich dann von Sky wieder so produziert, dass man die Fangeräusche im Hintergrund hat. Du kennst die Situation schon, glaubst du, das kommt dir eher entgegen, dass da jetzt keine Fanmassen sind oder ja, wie gehst du daran? Ja, wie gesagt, vom World Matchplay kennt man schon. Ist wirklich gut gelöst von Sky und der PDC, muss man sagen. Also wirklich muss man auch mal lobend erwähnen, dass das wirklich super auf die Beine gestellt ist. Auch für die Zuschauer finde ich sehr gut anzuschauen. Ich habe mir ja auch World Matchplay danach angeschaut und ich fand es wirklich gut zu schauen. Natürlich ist es immer schöner, wenn Fans dabei sind, aber ist halt jetzt in dieser komischen Zeit oder wie man das jetzt auch nennen soll mit dieser Pandemie, halt so und man müssen das Beste draus machen. Das auf jeden Fall. Wir wünschen dir definitiv viel Erfolg, drücken dir die Daumen und vielleicht sprechen wir uns dann nach dem Turnier nochmal kurz wieder. Danke dir fürs Dabeisein, Gaga. Vielen Dank. Ja, dann ist natürlich immer die beliebte Frage von uns, Flo, als du schon mal gehört hast, wir tippen gerne schon mal den Sieger oder die Finalisten bei diesem Turnier. Da fragen wir natürlich jetzt auch dich als Gast, wie du das so einschätzen würdest. Wer macht's für dich am Ende? Ach, gute Frage. Ich glaube, in der unteren Hälfte sehe ich tatsächlich Peter Wright ganz weit vorne. Als Finalist. Und oben schwierig. Ich glaube, ich bleibe bei Devin Peterson. Ich glaube, Finale Devin Peterson gegen Peter Wright und dann wird aber Peter Wright die Nase vorne haben, weil da, ja, das also so ein bisschen, das ist so mein Gefühl. Ja, ich würde sagen James Wade gegen Glenn Durrant, wobei es mich nicht überraschen würde, wenn wir am Ende Michael van Gerven gegen Peter Wright sehen. Dass du Wade so weit vorne siehst, wundert mich ein wenig. Ja, einfach, ich fand ihn jetzt am Wochenende zwischenzeitlich stark und habe das Gefühl, dass jetzt die Doppel wieder so gut funktionieren und das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und wenn dann das Scoring auch da ist, also er hat ja beim Grand Prix auch schon das ein oder andere schöne Erlebnis gehabt. Und irgendwie ist heute mehr Bauch als Statistiken. Und beim Grand Prix fällt es mir auch total schwer, da wirklich was nach Statistiken zu machen. Weil wenn man, die spielen das nur einmal im Jahr, die Jungs, und sich dann anzugucken, oh, der hat letztes Jahr das gespielt, das ist schwierig. Ich sehe, es ist halt die Frage, es ist halt auch nicht Dublin, wir spielen auch nicht vor Publikum, ob das, was das mit gewissen Spielern macht, das kann natürlich, weiß ich nicht, ein D'Souza würde ich jetzt auf der Bühne vor Publikum nicht so stark einschätzen wie ohne Publikum. Also, weiß nicht, Bauchgefühl, wahrscheinlich völlig falsch. Kann sein, aber macht einfach Spaß. Sehr gut. Ja, komm, dann lasse ich auch noch meine Tipps da. Also ich finde es auch dieses Jahr brutal schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also unten sehe ich auch schon, also entweder Wright oder Durrant vorne. Ich glaube, ich würde auch auf Wright gehen, obwohl ich auch Price sehe. Aber irgendwie, glaube ich, ohne Publikum bei Price finde ich das irgendwie nicht so spannend. Also da bin ich eher bei Wright unten. Oben finde ich es auch unglaublich schwierig. Ich könnte auch vorstellen, dass zum Beispiel sich Rob Cross wieder durchmogelt. Also das kann auch wieder passieren. Also könnte ich jetzt auch nicht ausschließen. Oder ein Dimitri macht es nochmal. Schwer, aber es kann auch sein, dass Van Gerven einfach wieder so ein Sahneturnier erwischt. Das ist echt nicht einfach. Aber ich setze mich fest auf Wright als Sieger, aber weil er oben durchkommt, das finde ich echt, keine Ahnung. Also da bin ich auch überfragt. Aber das Schöne ist ja, wir können es einfach in Ruhe verfolgen auf der Couch und dann werden wir es einfach sehen und dann nachher im Podcast natürlich analysieren. Ja. Es gibt natürlich Spieler, die man nicht auf dem Zettel hat. Also es sind nicht viele, aber wenn ich das jetzt hier so sehe, Adrian Lewis. Habe ich nicht auf dem Zettel. Chris Dobie habe ich nicht auf dem Zettel. Was sehe ich hier noch? Michael Smith habe ich nicht fürs Finale auf dem Zettel. Van Dijvenbode habe ich nicht auf dem Zettel.
Einfach um das kurz durchzugehen, was haben wir hier noch? Ryan Searles, du hast völlig recht. Du hast völlig recht, Ryan Joyce. Hier, Joe Cullen habe ich auch nicht fürs Finale auf dem Zettel. Ian White habe ich nicht auf dem Zettel. Es sind dann doch ein paar. Kim Heilbrechts ist dabei, das ist auch überraschend, ne? Also wie hat sich Kim Heilbrechts ohne große Ergebnis, sag ich mal, irgendwie doch hier reingespielt? Ja, Heilbrechts ist dabei, Jelle Klaassen ist nicht dabei, aber Kim sehe ich auch, sehe ich nicht im Finale, nein. Jermaine auch nicht, der kann mal die eine oder andere Runde überstehen. Bei Dolan bin ich einfach vorsichtig, aufgrund seiner Historie, dem... Ja, aber dem fehlt wahrscheinlich das Publikum. Ja, das kann natürlich sein. Die Historie vom Mystery Maker. Ja, ich glaub, dem fehlt das Publikum. Aber also, ich habe jetzt zwar einige aufgezählt, die ich nicht auf dem Zettel habe, aber ich glaube, es bleiben am Ende noch mehr übrig, bei denen es mich zumindest nicht wundern würde. Also du hast völlig recht gehabt mit dem, Marvin, was du eben gesagt hast, dass it's wide open. Also es ist Van Gerven, man weiß nicht, was mit ihm ist. Price hat zwar einige Zeichen gesetzt, aber kann der Double in, Double out? Peter Wright scheint mir sehr stabil, aber wenn der auf Durant treffen sollte, die beiden gegeneinander, oder vielleicht auch ein Chizzy, der mal zur Abwechslung mehr als eine Runde irgendwie wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau spielt, da sind sehr viele Unwägbarkeiten drin und das ist einfach großartig. Bis auf, dass wir so eine komische Zeit haben und der Grand Prix am Dienstag anfängt und das Finale, glaube ich, irgendwie montags gespielt wird. Aber das haben wir jetzt ja öfter. Perfekte Überleitung zu den Turnierverschiebungen, glaube ich. Ja, die wollten wir gleich auf jeden Fall noch erwähnen. Nur sei noch so viel gesagt. Van Gerven hat die letzten beiden Ausgaben tatsächlich auch gewonnen. 5 Titel hat er schon eingefahren. Ja, aber sehr interessant, dass wir jetzt in Turnier rein und sagen, Van Gerven ist nicht der Top-Favorit oder beziehungsweise nicht der klare Favorit. Das war eine lange Zeit lang auch anders. Genau, du hast schon gesagt, wir haben noch ein paar kleinere bis größere Meldungen, die wir noch besprechen wollen, bevor wir ja heute zum Schluss kommen. Dann machen wir es einfach mal. Die Premier League genau wird jetzt ohne Fans auch in Coventry ausgetragen, die Playoffs. Schon kurz nach dem Grand Prix am 15. Oktober ist es, glaube ich. Das gleiche gilt auch für den Grand Slam of Darts und auch für die Players' Championship Finals. Also wer nach Coventry möchte, der kann da am besten direkt ein Hotel für ein paar Wochen buchen. Denn zwar nicht als Fan, aber als Spieler, weil da wird irgendwie alles jetzt ausgetragen. Winter Series auch. Winter Series auch, genau. Also die Winter Series ist jetzt, wie angekündigt, auch am Start nochmal 5 Player Championships, die dann entscheiden, wer auch bei der WM mit dabei sein wird. Genau, Tourkarten wurden auch schon neue verteilt. Keen Barry und Barry Van Peer konnten sich über die schöne Geschichte Development Tour of Merit die Tourkarten sichern. Genau, Van Peer, wir kennen die Geschichte, Grand Slam, Datitis, das haben wir alle noch vor Augen. Genau, und die World Youth Championship wurde auch ausgetragen bis zum Finale, wie wir das kennen. Da sind die Finalisten Joe Davis und Bradley Brooks, also durchaus überraschend. Kurz eine Einschätzung von dir, Kevin. Martin Schindler hat, wie wir gehofft haben, versucht, hat aber leider die Tourkarte nicht absichern können und auch bei der World Youth Championship ja ganz bitter gegen Bradley Brooks verloren. Ich sag mal so, ich hätte ihn im letzten Spiel gegen Nils Sonnefeld vorne gesehen. Ja, es ist so schade. Also er hat einfach während der normalen Development Tour überhaupt nicht reingefunden. Also irgendwie dann, ich glaube, das Achtelfinale war das höchste der Gefühle bei einem der 5 Turniere, 6 Turniere waren es sogar, ist mit Sicherheit auch nicht einfach, wenn du da einfach an 3 Tagen 6 Turniere abfrühstückst und dann hast du eine Riesenpause, weil du vielleicht vorher rausgegangen bist, etc. Egal, dann hat er am Montag bei der WM einen neuen Anlauf genommen, hat vieles richtig gemacht, spielt sich ins Viertelfinale, checkt 158 für eine 5-4-Führung, stellt sich 32, macht der Gegner 167 zu, steht es 5-5 und dann vergibt er 3 Matchstarts im Decider. Das war bei seiner letzten Youth World Championship eine mega Chance, die er da vergeben hat, aufs Finale dann im Endeffekt auch und auch auf einen Startplatz beim Grand Slam und vielleicht ja auch nochmal eine WM-Qualifikation, die jetzt ja sehr, sehr, sehr schwierig wird für ihn. Und auch der Erhalt der Tourkarte ist inzwischen dann nicht mehr so wahrscheinlich. Man muss sich dann an der Stelle natürlich auch die Frage stellen, warum nimmt Max Hopp nicht an der World Youth Championship teil? Hatte das mit Flügen zu tun, die er nicht gekriegt hat? Oder hat er bewusst darauf verzichtet? Wenn er bewusst darauf verzichtet hat, ist das eben in meinen Augen schon etwas, wo ich ohne... Würde ich auch mit Max darüber diskutieren, würde ich von einer Fehlentscheidung sprechen, weil
über die Jugend-WM wird halt auch ein WM-Startplatz ausgespielt, theoretisch. Der wurde zwar in den letzten Jahren nie gebraucht, aber in diesem Moment wäre das möglich, wenn du noch nicht qualifiziert bist. Und über die Pro-Tour ist Max eben einfach virtuell gerade noch nicht qualifiziert. Der braucht bei den letzten zwei European-Tour-Events mindestens die Auftaktsiege. Und deswegen finde ich das fahrlässig. Es kann aber auch sein, dass es einfach flugtechnisch nicht gepasst hat. Und wenn das so war, dann sage ich da nichts. Dann ist es, wie es ist. Dann war es halt unglücklich. Ja, in Zeiten von Corona natürlich schwierig. Er war ja noch am Sonntag auch in Hildesheim im Einsatz. Und am Montag wurde er in Coventry gespielt. In Barnsley, sorry. Ja, man kommt gerade durcheinander. Sonst immer in Wigan, dann jetzt in Barnsley, Coventry. Ja, schade auf jeden Fall für Martin, denn Finale gegen Joe Davis im TV hätte ich ihn auch vorne gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und das wäre natürlich eine Riesenchance gewesen. Ja, und die Tourkarte, die steht und fällt eigentlich mit der WM-Quali, da hast du völlig recht. Denn aktuell hochgerechnet ist Martin auf Platz 64, also genau der Bubble Boy, wie man das schön sagt. Und wenn da andere nachkommen, wie Damon Hatter ist noch dahinter, ja, da kann man erwarten, dass der ein oder andere noch vorbeizieht. Und dann, ja, wird er vielleicht auf Florian Hempel bei der Q-School 2021 treffen. Ne? Das ist, die Möglichkeit besteht tatsächlich. Kurz noch zu der Home Tour 2, da war er dann am Mittwoch auch im Einsatz, also straffes Programm für The Wall, ist da jetzt aber auch ausgeschieden. Gabriel Clemens war ebenfalls mit dabei, der ist knapp weiter, also der ist in der dritten Turnierphase jetzt als Vierter seiner Gruppe ist er da durchgekommen. Genau, diese Turnierphase wird dann nach dem World Grand Prix ausgetragen und da ist auch schon bald das Finale, also die Home Tour 2 ist auch schon auf der Zielgeraden so langsam. Dann gab es dann diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, ja noch eine riesen Ankündigung, wo ich erstmal dachte, okay, naja, also das habe ich jetzt schon öfter gehört, aber diesmal ist es wohl wirklich wahr. Raymond van Barneveld hat sein Comeback angekündigt und es war tatsächlich wohl so ernst, dass auch die PDC das mit aufgenommen hat und wenn das auf der PDC-Seite ja veröffentlicht wird, dann weiß man eigentlich, dass da ist was dran. Da würde mich jetzt interessieren, wie habt ihr das vernommen und wie steht ihr dazu? Also vielleicht erstmal Florian, du als Gast. Bei Kevin weiß ich, der mit Barney sehr verbunden ist, aber wie siehst du die Geschichte jetzt als nochmal das Comeback von Barney? Wie stehst du dazu? Boah, das ist unfassbar schwierig. Wirklich. Also das ist auf der einen Seite, ich glaube, er hat mit dem Thema sportlich nicht hundertprozentig abgeschlossen. Ich glaube, er will sich selber nochmal beweisen. Er will da nochmal angreifen. Er will irgendwie, also irgendwas fehlt bei ihm. Er kommt nicht zur Ruhe, glaube ich. Und das bewegt ihn dahin. Er ist, man muss dazu sagen, einer der größten des Sports. Also ne, alles, was er geleistet hat. Und nicht nur das Finale 2007. Also jeder, der Raymond van Barneveld hört als Tag mal zuerst der Finale 2007. Sind unter anderem 5 Weltmeistertitel. Der hat noch viel, viel, viel mehr gewonnen und geleistet. Bleibt trotzdem aktuell die letzten 2 Jahre in Erinnerung. Und die waren nicht gut. Und ich weiß nicht, gerade wir haben ja am Anfang gesprochen, dass mittlerweile Nummer 108 oder 113 der Welt Players Championship Turniere gewinnen, ob er sich damit hundertprozentigen Gefallen tut. Und ob er leistungstechnisch da nicht irgendwie, ich will jetzt nichts Falsches sagen, er ist einer der größten des Sports, ich will da überhaupt gar nicht negativ drüber sprechen, gar nicht. Wenn er der Meinung ist, dass es die richtige Entscheidung ist, dass er es nochmal will, dann soll er es machen. Aber ich habe irgendwie Sorge, dass er seinen Namen oder das, was er wirklich alles erreicht hat, dadurch irgendwie negativ befleckt. Wir kennen es aus anderen Sportarten, so der Rücktritt vom Rücktritt. Michael Schumacher zum Beispiel. Damals Ferrari zurückgetreten, kommt zu Mercedes und beste Platzierung 3. Er hat sich damit seiner Karriere, klar, er wird immer einer der größten des Sports bleiben, aber er hat sich damit auch nicht hundertprozentig einen Gefallen getan. Zumindest seinen Namen. Es ist schwierig. Ich freue mich, dass er zurück ist, wirklich. Ich freue mich auch, ihn auf der Q-School zu sehen. Und ich wünsche ihm, dass er wirklich erfolgreich ist. Wirklich.
Finale am ersten Tag um die Tourcard. Florian Hempel gegen Raymond van Barneveld. Da würden wir da muss ich aber leider Gottes dem sagen, dass. Aber das Gute ist, dass man den Raymond dann am zweiten Tag nochmal sieht. Mein Gott. Sehr gut. Nein, auf keinen Fall. Wenn er wirklich bei der Q-School dabei sein sollte und ich das Privileg haben darf, gegen ihn zu spielen, natürlich werde ich mein Bestes geben. Aber ja. Also ich glaube, dass die europäische Variante, ohne irgendwem nahezutreten zu wollen, die etwas leichtere ist. Die European Q-School, ohne jetzt, aber wenn man halt sieht, ne, einfach auch, dass da mal einem Harald Leitinger ein guter Tag reichen kann, um sich da durchzukämpfen. Barney muss sich halt anschauen, dass seine Bilanz auf dem Floor die letzten Jahre alles andere als gut war. Und das lag auch daran, dass er nicht sonderlich motiviert war, diese Turniere zu spielen. Ich habe immer noch im Kopf diesen Satz, den ich auch vernommen habe, als ich mal Gast war, eines Spielers, als ich da bei den Qualifiern auch noch war. I'm a privileged player. Wieso muss ich diese Qualifier spielen? Wieso muss ein Van Barneveld, wieso muss ich das? Und er muss sich das anschauen und muss mit einer anderen Einstellung zu diesen Floor-Turnieren gehen. Da geht es nicht nur um die Q-School, da geht es um das täglich Brot, um die Players Championships, Erstrundenspiel gegen Steffen Siebmann oder was weiß ich. Er muss sich überlegen, warum ist das in den vergangenen Jahren nicht so gelaufen und wie kann er für sich ein Mindset finden, dass das jetzt funktioniert, weil es wird erstmal darauf ankommen, dass er dort Fuß fasst. Ich habe mir mit Sicherheit schon oft angeschaut, wie das in seinem ersten PDC-Jahr gewesen ist, als er sich hochspielen musste. Ich glaube, da hat er im ersten Jahr 6 oder 7 Turniere gewonnen, hat also genau das am Floor gemacht, weil da einfach der Hunger da war. Und dieser Hunger, der darf nicht nur bei den Turnieren da sein, die wir von einem Van Barneveld gewohnt sind, dass er Hunger hat, nämlich da, wo eine Bühne ist. Das muss auch in Coventry, Wigan, Hildesheim der Fall sein, wo einfach nur ein paar Dutzend andere um ihn herum sind. Das wird das Entscheidende sein, zu zeigen, dass er da aus Dingen lernen kann, weil da stand er sich die letzten Jahre selbst im Weg. Definitiv. Und jetzt stellen wir uns mal vor, Raymond holt die Tourcard nicht. Sehen wir ihn auf der Challenge Tour? Also nur mal so, das ist ja nur mal so eine Frage, die man mal in den Raum werfen darf. Sehen wir ihn da ein Jahr lang auf der Challenge-Tour? Ja, es gibt diesen Plan, er hat ja gesagt, er hat einen 3-Jahres-Plan mit diesem Management-Vertrag mit Ben de Kock, der ja auch der Manager von Jeffrey de Zwaan ist. Mhm. 3-Jahres-Plan klingt so leicht, aber gibt es einen Plan B, wenn es im ersten Jahr die Tourkarte nicht gibt? Das ist eine interessante Frage. Nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass in einem Kopf von Raymond van Barneveld nicht existiert, dass er die Tourkarte nicht gewinnt. Also ich glaube, das ist für ihn gar keine Option. Also ist mein Eindruck. Also ich glaube nicht, also er hat so ein Selbstverständnis von sich als Spieler noch. Ich glaube, dass er nicht daran denkt, dass es das passieren kann, dass er das nicht gewinnt. Obwohl er eigentlich wissen müsste, dass er sich gegen in den Qualifiern auch zur European Tour sehr, sehr schwer getan hat. Auch gegen Spieler wie Nils Sonnefeld. Und davon werden bei der Q-School in Europa mindestens mal 30 rumlaufen. Nichts gegen Nils Sonnefeld, aber diesen Standard können einige spielen. Und wir haben es gesehen, okay, Glenn Down hat sich auch sehr schwer getan, die UK-Variante, okay. Aber man sieht trotzdem, dass großer Name oder Qualität, die Glenn Down auch da schon hatte, dass das nicht immer ausreicht auch. Also da kommen auch andere Faktoren dazu. Da kommt auch Losglück dabei, sicherlich auch. Aber ich glaube auch, dass Barney vielleicht das unterschätzt. Ich denke auch. Ja. Vor allem, weil er muss halt, wenn er sich die Tourcard holen möchte, muss er halt 4 konstante Tage haben oder einen richtig guten. Und ein richtig guter bedeutet über 6, 7, 8 Spiele mindestens 95 im Average. Also man hat vielleicht das ein oder andere Mal Glück. Aber ich glaube, die letzten 2 oder 3 Jahre ist die Tourcard am ersten Tag immer an Spieler gegangen, die mindestens konstant die 100 gespielt haben. Und wenn Barney am ersten Tag den noch nicht holt, will ich immer an Tag 2 oder 3 sehen. Ja, es sollte am ersten Tag zumindest etwas da sein, mit dem er arbeiten kann. 3, 4 Punkte sollten da sein.
ich würde es ihm auch noch zutrauen, wenn er am ersten Tag früh rausgeht und dann am zweiten Tag sich so eine Basis setzt. Ich glaube, ab dem dritten Tag würde er anfangen nachdenken. Und ich weiß nicht, also diese Geschichte, ich glaube, dass es Spieler gegeben hat, die das gemacht haben, mit den 7-8 Spielen 95 zu spielen, aber es gab auch andere Geschichten. Es gab auch einen Leitiger, der dann Matchstarts gegen Soran Lerchbacher zum Beispiel überlebt hat und auch starke Spiele hatte. Du brauchst starke Spiele, aber ich denke, dass das auch mal, ich glaube, wie heißt da der Kollege, der Niederländer, der kein Spiel gemacht hat, über 85 bei der Q-School, Vincent van der Meer, genau. Also auch diese Geschichten gibt es. Und Bini. ja, einen Tag irgendwie, also das geht alles, aber wir sehen das, also ich sehe schon auch, dass Barney Dinge tun muss, die wirklich auch gut sind und dass es genug Spieler geben wird, die auch motiviert sein werden, gegen ihn zu spielen. Ich glaube, dass auch unter den Spielern nicht jeder so glücklich war über die gewissen Extra-Würstel, die ein Van Barneveld die vergangenen Jahre auch mal bekommen hat, mit Premier League-Einladungen, World Series-Einladungen. Ich denke schon, dass das da sehr aufmerksam auch verfolgt werden wird, was er tut und was er nicht tut. Und darauf gilt es sich, glaube ich, mental einzustellen. Ich glaube, er ist schon jemand, der zwar jetzt Jäger spielen muss, um sich die Tourkarte zu holen, aber er wird auch bei dieser Q-School auch das knusprigste Stück Fleisch sein, was die Leute jagen wollen. Natürlich. Also wenn mein Gegner Raymond von Barneveld heißen würde, wäre ich natürlich nochmal ein Ticken motivierter. Aber es gibt immer den einen, der vor Ehrfurcht erstarrt. Es gibt den anderen, der extra motiviert ist. Und von denen die Jungs, die extra motiviert sind, davon rennen da einige rum. Ja. Und ich glaube nicht, dass ein Top-Spieler oder ein Top-Junge, der auch als Favorit da für eine Tourcard gilt, sich nur vor dem Namen Raymond von Barneveld Angst hat, sage ich mal. Ich glaube, dass da eher so, dass er es besonders schwer haben wird, weil die Leute ihn gerne schlagen wollen. Das war ja auch bei Fedor Cherik zum Beispiel der Fall. Sie hat ja auch berichtet, oder Glenn Down auch, dass bei diesen Spielen hast du ja dann auch die ganzen Begleiter und so, die schauen sich genau diese Spiele von Barney an. Da werden wieder die meisten Spiele oder Fans oder Begleiter werden dann hinter der Bande stehen und das Spiel von Barney schauen. Also das wird ja definitiv auch so sein. Und aktuell ja auch, die BDO ist ja dann, also da werden natürlich auch vielleicht nochmal der ein oder andere mehr bei der Q-School teilnehmen. Also WDF, alles gut. Die Pläne sind bekannt, hatten wir auch schon diskutiert. Aber ja, vielleicht werden auch da noch ein paar Niederländer mehr mit dabei sein und die wollen natürlich auch ihren Landsmann vielleicht schlagen. Wir sind wieder sehr, sehr lange heute, ist aber gar nicht schlimm. Es ist eigentlich schön, dass wir so lange über Dart reden können. Und zum Abschluss haben wir jetzt ja immer noch, wenn unser Gast dann darf, auch eine Frage vorbereitet, unsere beliebte Trivia-Kategorie. Das ist heute eher eine Schätzfrage und die dreht sich um den World Grand Prix. Und die Frage würde ich jetzt an unseren Gast stellen. Die lautet: Wann war zuletzt kein Australier beim World Grand Prix mit dabei? Denn in diesem Jahr ist keiner mit dabei. Wann war das denn zuletzt der Fall? Boah, zuletzt? Ja, kein Australier. Also. Kein Australier, okay. Da muss man natürlich jetzt hier mal die drei Top-Jungs auf dem Schirm haben, die schon lange dabei sind. Boah, das ist lange her, glaube ich. Seit wann gibt es den World Grand Prix? Das möchte ich vorab gefragt haben. 98. Genau. Dann sage ich tatsächlich seit noch nie. Ich glaube, es war immer ein Australier dabei. Okay, Kevin, was ist dein... 2009, weil Whitlock 2010 zur PDC gekommen ist und bei der WM 2010 im Finale stand. Das ist ein guter Guess, ja. Tatsächlich. Also, da hast du vollkommen recht. So sieht's auch aus. Also Whitlock war in Evergreen, sag ich mal, in den letzten Jahren. Kyle Anderson war ja auch, glaube ich, schon mal dabei, weiß ich nicht auswendig, aber Nicholson vielleicht auch. Nicholson war auch dabei, genau, der war auch qualifiziert. Aber dieses Jahr ist tatsächlich kein Australier dabei. Ja? Kein Whitlock, kein Anderson, kein Hatter. Und wie du richtig gesagt hast, war das Jahr, wo zuletzt auch keiner dabei war. Also nach 12 Jahren jetzt mal zum ersten Mal wieder kein Australier mit dabei. Also meine Statistik hübscht sich wieder ein bisschen auf. Es ist, ich hänge es mir irgendwo hin.
Also das ist ja, ich und die Trivia ist ja, wir sind ja gar nicht so gut befreundet. Aber da habe ich jetzt mal, puh, das tut gut. Genau, Whitlock sogar noch, um zu vervollständigen, 2017 im Finale gegen Daryl Gurney. Das war ja diese knappe Geschichte, wo Gurney mit 5-4 gewonnen hat. Ja, Jungs, wir sind durch für heute. Wir haben jetzt lange genug über die Turniere in den letzten Wochen zurückgeschaut, nach vorne geschaut. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Flo, vor allem ein großes Dank an dich heute, ja, dass du mit dabei warst. Wir haben sehr viel Interessantes erfahren. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja, gerne wieder in Zukunft, wenn wir dann wieder die Chance haben, mit dir zu sprechen. Wenn du vielleicht wieder auf der European Tour Bühne warst oder dir die Tourkarte gesichert hast, da reden wir gerne. Vom Bahnefeld geschlagen hast. Genau. Ja, das sind, schauen wir mal. Aber ich weiß nicht, wie lange macht ihr den Podcast noch? Er ist noch ein paar Jahre angesetzt. Also wir geben dir noch Zeit. Genau, also wie schon gesagt, melden wir uns dann nach dem World Grand Prix wieder mit der großen Analyse. Wahrscheinlich auch wieder mit einem externen Gast, wie ihr das gewohnt seid. Und ja, damit soll es eigentlich das gewesen sein für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Shortleg, der Daten.de Podcast. Ciao.